Na ja, dann. Mein Getränk zwischendurch. Genau. High Rise. Willkommen bei den Biertochern. Seestadt. Ah. Ja. Kling! Wasser mit Zitrone ist zischt. Das ist wirklich so langweilig. Wir haben gerade, wer mitgezählt hat, der weiß ja, wie viele Personen wir sind. Und ein gutes Gehör hat. Ja. Ja, willkommen beim Bierdochen Folge 266. Wir schreiben den 26.07.2016. Wir sind im alten AKH und das Ganze findet statt mit freundlicher Unterstützung von Wukonic.com, der Online-Marketing-Agentur aus Österreich, vom Jörg. Vielen Dank an dieser Stelle, außerdem an unseren Patreonen und an unsere Flatterer und ans Klebemonster. Ja, ich habe heute sogar mal die Tasche mit. Alle, die zuhören. Nachdem ja, wir letzte Woche die T-Shirts anhatten. Mir war es heute zu warm für dieses T-Shirt. Das ist leider, das ist Black is beautiful, das sieht auch keiner. Ja, genau. Ja, rein in den Teaser. Erzähl mir ein bisschen, was wieder mitgebracht hat, oder? So an Themen. Jawohl, ich habe überhaupt gar nicht vorgestellt. Ah, ja, doch. Also, wer überhaupt aller mit ist, oder? Also, wer ja, schon ein Haust fehlt. Es bricht schon alles auseinander gleich am Anfang. Also, ja. Also, ich bin dabei, der Gregor. Der Stefan. Der Harry wieder. Ich bin auch dabei. Und die Anna. Sehr gut. So, jetzt können wir aber die Themen besprechen. Und Datum? Das haben wir. Das haben wir. Das habe ich. Das habe ich so noch geschafft. Ja, die Koordinaten hast du mich gesagt. Ohren. Genau, wo wir sind. Ja, welcher Hof? Hof 8. Nein, Hof 7. Was haben, genau, da steht's. Letzte Woche gelernt. Ja. Oh, ich habe vergessen. Mist. Ja, ich habe ganz viel gesehen, Leute. Weil ich einen neuen Beamer habe, wie ich erzählt habe. Oh, Synchronisationsfehler. Ich habe mir nämlich angeschaut, das ist noch von letzter Woche übrig geblieben, den Lobster. Ich habe mir angeschaut High Rise, einen britischen Film, über eine Dystopie. Dann habe ich mir noch angesehen, im Kino allerdings, Star Trek Beyond, der neue Star Trek Film. Veto, ich schaue den erst am Donnerstag. Okay, ich muss man nicht bringen. Ich habe außerdem noch Spiele, Far Cry 3 und Far Cry 3 Blood Dragon. Also irgendwie kann ich immer dazwischen grätschen. Alles außer technisch. Ich habe nicht viel, ich habe ein bisschen geschaut, wie das mit dem Lastenradverleih in der Seestadt ausschaut. Okay. Gib mir die Liste, ich weiß es nicht auswendig, was ich da drauf geschrieben habe. Ich muss was zu Vikings noch nachschieben, ein Erratum. Außerdem möchte ich über einen Audio-Storytelling-Podcast-Workshop berichten und habe wieder was zu Chromebooks und was, ja, Film und Serien, wie immer, so viel ihr wollt. Ah, schön. Okay, das nehme ich als Herausforderung. Okay, ich war im Legoland am Samstag und ich habe ein Buch mitgebracht. Ich kann keine Wurstzipfel essen, heißt es. Auch noch letzte ein Überbleibsel von ja. Ein Wurstzipfel von ich letzter damit Woche. Ich habe letzte Woche absichtlich darauf verzichtet, damit Anna dabei ist. Perfekt. Absichtlich. Ja? Ja, doch. Ja. Gut, danke. Was denn? Nix. Jetzt wird mir, glaube ich, schon wieder irgendwie Sarkasmus unterstellt, wo keiner ist. Ich fürchte, es ist völlig egal. Soll ich euch alle beschimpfen? Seid dann glücklich? Nach ja, nee. Ja, das wäre in Ordnung. Probier's aus. Nein, ich will nicht. Gut. Ich auch nicht. Gut. Auch gut. Ja, nein, ich finde es cool. Ich habe letzte Woche schon meine Freude kundgetan, dass du noch nicht über das Buch geredet hast. Ja, den richtigen Spleen habe ich leider noch nicht herausgefunden. Den gibt es dann vielleicht diese Woche nicht. Oh. Den richtigen. Ja. Den einen wahren richtigen. Mir ist irgendwie bei der Hitze das Hirn weggeschmolzen. Ich kann mich nur an eine einzige Sache erinnern und nachdem ich es diesmal nicht schriftlich festgehalten habe, werde ich nachliefern nächste Woche. Ich habe ein YouTube-Video von einem, der sich mit Waffen und Krieg auseinandersetzt, und zwar wissenschaftlich. Und ein wahnsinnig tolles Video, warum Menschen, wenn sie nicht unter direkter Lebensbedrohung stehen, eigentlich nicht töten können und was Menschen machen, damit sie es dann doch tun, wenn sie Soldaten sind zum Beispiel. Mhm.
Also, das hat mich extrem fasziniert. Aber creepy ist es schon. Okay. Gut. Da hätte ich auch einen österreichischen Film dazu, dann zu dem Thema. Gleichfalls. Empfehlung. Bestens. Dieser du mit deinem Podcast an? Ja. Musst du schon anfangen? Also nichts Geekiges? Hat irgendjemand was Geekiges? Fang an, wir haben letzte Woche versprochen und ja, gut, okay. Jetzt sind wir an neugierig schon. Kommen wir mal zu den Wurstzipfeln für Anna. Also das handelt sich hierbei um ein Buch für Anna, danke. Über Phrasing mit oder über Spleens, also Ticks und dergleichen, also sehr verschiedene Sachen. Und ja, zum einen stehen da auf der Rückseite schon ein paar interessante Teaser drauf, die ich als erstes vorlese. Ich springe mit Anlauf ins Bett, damit das Monster darunter nicht nach meinen Knöcheln schnappt. Manchmal rasiere ich mir nur ein Bein, damit es sich im Bett so anfühlt, als läge ein Mann neben mir. Wenn ich das Haus verlasse, ziehe ich alle Stecker raus und mache Fotos davon, damit ich unterwegs weiß, dass auch wirklich alles aus ist. Ja. Jetzt noch ein Absatz darunter. Blogger und Hobby-Neurotiker Christian Brandes, aka Schlecki Silberstein, sammelt unsere irrsinnigsten Eigenarten und zeigt, wir sind bekloppt, aber nicht allein. Mhm. Also ich kann mich schon mal sofort mit einem Spleen identifizieren. Ja, welchen? Mit dem Steckdosen fotografieren. Also das nicht, dass ich das machen würde, aber ich muss für die Arbeit muss ich mein Gewand bügeln in der Früh und Bügeleisen ausstecken. Ist so eine typische Tätigkeit. Den muss ich irgendwie so bewusst machen. Mhm. Und wenn ich das nicht bewusst mache, gehe ich aus der Wohnung raus und denke mir, habe ich es jetzt ausgesteckt, habe ich es nicht ausgesteckt. Und es ist schon ein bisschen über der normalen Frequenz, dass ich da nochmal zurückgehe und dann überprüfe, ob dieses Bügeleisen ausgesteckt ist oder nicht. Also das, da bin ich gefährdet zumindest. Mhm. Hast du es schon mal vergessen? Nein. Nein. Also vielleicht einmal, dass ich das könnte sein, aber es ist eigentlich fast nie so. Das ist durchaus blind. Das ist mein Backofen, das allererste Mal überhaupt irgendein Gerät versehentlich angelassen. Ah, okay. Der Backofen war noch 2 Stunden, nachdem ich eigentlich das Essen rausgeholt hatte, noch an Gasherd. Mhm. Aber es wurde nur ziemlich warm, ansonsten ist nichts passiert. Echt, ich bin die totale Spezialistin im Herdplatten anlassen. Das ist... passiert mir auch. Und ich gehe dann meistens nicht zurück, aber wenn ich zurückgehe, dann oft mit Grund. Also das ist mir schon, ich habe schon viele Sachen auf Herdplatten geschmolzen versehentlich, weil in der Küche hat man auch Kunststoffsachen und so. Ja, aber... Ich auch schon. Brennendes Geschirrtuch, brennendes Backpapier hatte ich ja schon. Wenn ich, oder auch einen... ich habe einfach einen Topf mit Spaghetti oder so, dann nehme ich so Topflappen, gieße das ab, vergesse aber die Herdplatte abzudrehen und dann gebe ich die Spaghetti auf den Teller und dann schmeiße ich den Topflappen einfach so hin. Ja, das ist mir schon ein paar Mal passiert. Meistens sehe ich dann oder rieche es sofort. Also das ist dann meistens... Ich möchte hier direkt eine geekige Aussage treffen. Ja, also wieder kommen wir zurück zum Geek in dem Thema. ich habe eine Empfehlung für euch und zwar schafft euch Induktionsherde an. Ja. Ah, okay. Damit hätte man ein ganz großes... aus dieser Geschichte. Ein ganz großes Problem beseitigt. Oder ich bin dermaßen überversichert, dass es, wenn meine Wohnung abbrennt, verdiene ich dran. Also insofern... Absichtlich den Topflappen auf die Herdplatte. Es gibt aber auch das Gegenteil von Herdplatte anlassen. Aber es ist nicht so schlimm wie Herdplatte anlassen. Das Ausschalten. Sie gar nicht einschalten. Vergessen einzuschalten, ja, das kann ich auch. Nein, das Gegenteil. Also mein Gefühl, das Gegenteil ist, wenn man zum Beispiel eine Party hat und die Leute bringen Getränke und die sind nicht kalt, dann gibt es den super Trick, Schockfreezen ab in den Tiefkühler. Ja. Und dann, aber wenn man die Bierflaschen aber zu lange im Tiefkühler, wenn man darauf vergisst, weil die Party schon im Gang ist oder so, dann sprengt man die Bierflaschen. Aber ihr biegt voll von dem Spleen. Ja, stimmt. Also, ich will eure Spleens hören, ja, genau, nicht richtig. Eure Vergesslichkeiten. Ich lese einen Spleen vor und alle melden sich zu dem Spleen, der dem zustimmt. In dem Buch stehen nämlich immer unten drunter auch, wie viele andere angegeben haben, dass sie das Spleen kennen von sich selbst. Von 500 befragten Personen. Ja, ich weiß nicht, wie viele es sind. Die Frage habe ich auch schon gestellt. Was ist die Referenzzahl? Weil ja, das ist eine gute Frage. Das habe ich anscheinend noch nicht gelesen. Der sammelt auf jeden Fall schon sehr, sehr lange. Ja, 6000 Spleens.
Das Ärgste, was ich mal live von den 3D gesehen habe, von einem guten Bekannten, von dem ich nicht wusste, dass er den hat, der kontrolliert, nachdem er eine Tür versperrt hat, unmittelbar, also er hat noch die Türklinke von der Tür, die er gerade versperrt hat, in der Hand, ob er die Tür auch wirklich versperrt hat. Mhm. Und zwar, ich habe nicht wirklich mitgezählt, weil ich am Anfang nicht realisiert habe, dass das wohl eine Zwangshandlung wird, aber es waren sicher über 20 Kontrollen. Und das ist doch überraschend gewesen für einen Menschen, der sonst ganz normal gewirkt hat. Ja, das ich kontrolliere auch. Aber das finde ich aber spannend, dass du dann nur mitzählst. Nach einer gewissen Zeit fängst du dann an mitzuzählen, es bleibt dir fast nichts anderes übrig, weil du dir denkst, das gibt's nicht. Du willst ihn fast los. Du willst ihn fast loseisen und du willst es aber nicht sagen, weil eigentlich willst du ihn ja nicht mit der Nase drauf stoßen, der wird es ja wohl selber wissen. Also du willst quasi wegschauen, aber du kannst nicht wegschauen, weil eigentlich willst du schon zuschauen, was da gerade abgeht. Stimmt, so habe ich mir das. Und dann zählst du im Nachhinein so mit dem Kopf so ein bisschen nach, wie viel habe ich jetzt wohl versäumt zu zählen und dann 17, 18, 19 und so. Stimmt, aber so extrem habe ich das vielleicht einfach ja, nicht erlebt. Und das ist auch ziemlich creepy dann, wenn man da zuschaut. Okay. Ja, okay. Erzähl. Also es stehen auch die Zahlen. Ich habe jetzt nochmal nachgeschaut. Es gibt keine Referenzzahl, sondern es ist einfach nur im Internet, kann man draufdrücken, wenn man diesem Spleen, wenn man sagen möchte, ja, diesen Spleen habe ich auch. Es haben auch einige Spleens nur eins. Aber es gibt auch welche mit 600 und dergleichen. Ich fange mal direkt mit einem technischen an. Wenn ich jemanden, Entschuldigung, ich sollte vielleicht mal lesen lernen. Wenn... Ja. Vier Stunden. Please. Wenn ich jemanden ein YouTube-Video zeige, gebe ich ganz schnell hintereinander YOUT ein, weil ansonsten YouPorn in der Urleiste ergänzt wird. Ich gucke doch keine Pornos. Zwinker. Aber das ist doch kein so, Spleen. 99. Das ist eine Rettungsaktion. 99 teilen diesen Spleen. Hinweis für die Hörer: Inkognito-Modus. Ja, das zählen. Bei mir passiert das nicht. Inkognito-Modus. Ja, blöd ist nur, weil man eine Freundin hat, die ab und zu meinen Rechner geht, dann funktioniert das auch nicht. Weil Frauen kennen sich meistens nicht damit aus und wissen nicht, dass es einen Inkognito-Modus gibt. Ach so. Ja. Das ist die Frage, für welchen Zweck du den Inkognito-Modus verwendest. Ja, okay. Ja, wie viele teilen hier diesen Spleen? Nope. Keiner? Nein. Nope. Viele Browser installiert. Ich zeige. Richtig. Safari heißt nicht umsonst so. Ich vermeide generell YouTube-Videos herzuzeigen. Das ist so. Ja, von dieser Seite. Ja, und welchen benutzt du dann für diese Seiten? Fireporn? Ja, zum Beispiel. Okay, also dann den nächsten Spleen. Ah, das ist da etwas für die Leute, die, ich weiß nicht, wie drauf sind. Wenn ich auf einem Bahnsteig stehe und auf den Zug oder die S-Bahn warte und er sich nähert, dann habe ich den unwiderstehlichen Drang, auf die Gleise zu springen und bin jedes Mal erleichtert, dass ich es unterdrücken konnte. Aber das ist ja so ein Spleen, oder, der ja oft so auch erzählt wird mit den, also in Filmen auch so vorkommt, mit diesen Lichtern, die auf einen zukommen und dass man dann das Steuer verreißen möchte und so diese Dinge. Aber ja. Ich könnte einen anderen Bahnhof kann ich mich nicht einwerfen. Ich möchte bitte dazu aufrufen, wenn jemand solche Gedanken hat, sich bitte Hilfe zu suchen, weil. Naja, sagen wir so, ich denke. Na komm, also diesen zwischen Spleen und tatsächliche bedenkliche Ding ist da schon. Nicht teilweise, oder? Ich habe tatsächlich mal in einem Roman relativ ausführlich darüber gelesen, wie sich jemand in einem Roman darüber auslässt. Und dass es irgendwie eine Reaktion ist, die mit dem Luftzug zu tun hat. Ich muss aber sagen, es war ein Roman. Also ich kenne das nur aus dem Roman, ich konnte es überhaupt nicht nachvollziehen. Ich dachte mir, das ist aber interessant, weil diese Person sich eben, die ist total lebensfroh und setzt sich damit auseinander, so wieso passiert mir sowas Komisches immer wieder irgendwie. Aber, also, ich weiß nicht, ob das, ich glaube gar nicht, dass da gemeint ist, dass die Leute also, irgendwie selbstmordgefährdet sind, sondern dass das irgendein komischer biologischer, wie auch immer, Effekt
ist. Aber es kann auch psychologisch sein. Aber noch okay, dann möchte ich sagen, trotzdem. Aber lass es trotzdem, ja, genau. Trotzdem ja. Abklären oder und auch erst recht nicht tun, weil ich halte das für extrem Arsch der restlichen Menschheit gegenüber, die da im Zug sitzt oder mit dem Zug, mit dem nächsten Zug und was auch immer. Das ist dafür. Wie egoistisch von denen, die im Zug sitzen. Ja, wie egoistisch von. Und dann müssen wir und investieren in die neue U5, kriegt dann Türen und so. Das geht mir am Sack, dass ich für sowas Geld ausgeben muss. Ich bin jetzt zum Beispiel dafür, dass die Personen selber das nicht machen sollen. Aber ja, abklären ist immer gut, ne? Also ich möchte noch etwas dazu sagen. Und zwar, das mit YouTube und YouPorn hat 99 angegeben. Dieses hier 188. Also da wir jetzt alles Lüge hier. Mal davon ausgehen, dass wir das nicht so oft mitbekommen, wird es wahrscheinlich auch nicht so oft vorkommen, dass das wirklich dann aufgrund dieses Spleens passiert. Das heißt ein technisches Gebrechen nämlich. Deswegen kriegen wir es nicht mit. Ja, ich weiß, ich kenne die ganzen Sachen. Ist mir noch nicht passiert, obwohl ich eine Zeit lang ziemlich viel mit der Bahn gefahren bin. Und ich habe es schon erlebt, dass mein Zug Verspätung aufgrund eines anderen Zuges hatte. Weil das der Anschlusszug war, wo sich jemand umgebracht hatte. Also, was gibt es noch für Spleens da drinnen? Ja, das war jetzt traurig. Bitte was Lustiges. Ich liefere einen einfachen Bahnhof-Spleen. Wenn die Bodenplatten zum Beispiel abwechselnd weiß und schwarz sind, da braucht man gar keinen Bahnhof dafür. Nur auf die Schwarzen treten oder nur auf die Weißen oder nur auf jede zweite Schwarze oder so. Oder auch auf der Marieferstraße, wenn sie so abwechselnd gelegt sind oder so. Ja, ja. Okay, nein, dann habe ich für zum Schluss. Das ist eindeutig genial. Ich suche noch den. Noch irgendwas mit Zügen? Ja, den kenne ich zwar nicht, habe ich selber noch nicht gelesen, aber ich denke mit Zügen, um wieder auf ein positives Ziel, mal mit Zügen zu kommen. Wenn ich in der Bahn sitze und ein Kontrolleur kommt herein, bekomme ich immer totale Panik, dass ich meinen Fahrschein verloren habe und ich ihn nicht in meiner Tasche finde und alle dann denken, ich wäre schwarz gefahren. Das ist mir doch völlig egal, was die anderen da denken. Außerdem weiß ich, weil ich tatsächlich mal meinen Fahrschein nicht dabei hatte, meinen gekauften, dass man den nachreichen kann. Also da, man kann auch die Kaufrechnung nachreichen, wenn man den Fahrschein nicht hat. Für Dauerkarten, ja. Ich bin da ja, immer wenn bei mir. Man online gekauft hat auch. Ach so, ja. Bei mir meldet sich der eher so das Strebergehen. Also denke ich mir so, haha, Jahreskarte, da, bitte sehr, es hat sich schon ausgezahlt. Also, kontrollieren Sie mich. Okay. Es kostet übrigens Bearbeitungsgebühr, aber die ist nicht so schlimm. Also mir ist es tatsächlich schon mal 10 Euro gesehen. Oder sowas hatte ich mal in Deutschland gehört, Bearbeitungsgebühr. 11 waren es, glaube ich. Ja, okay. Um den Dreh. Wir müssen immer den Ausweis und die Nase halten, weil ich immer das Handy schaue und Musik höre und einfach nicht mitbekomme, was um mich herum passiert. Also, ich glaub, ich kauf keinen Augustin. Aber ehrlich, also die Mitreisenden, die sehe ich doch nie wieder. Ja, aber deswegen ist es wahrscheinlich ein Spleen, weil es so irrational ist. Ich bin auch schon Leuten begegnet im Zug, wo dann zum Schluss herausgekommen, dass ich die über eine Ecke kenne. Ja. Okay. Das ist mir sogar schon das Öfteren passiert. In solchen Situationen, wo du mit Autorität konfrontiert wirst und nichts falsch machst eigentlich, aber es besteht halt diese Möglichkeit. Und das ist auch Uniformen, also Leute haben diese Gefühle Uniformen gegenüber. Ich habe auch extreme Erfahrungen gemacht im Zivildienst beim Roten Kreuz, dass irgendwelche dummen Jugendlichen, an denen ich vorbeigegangen bin, plötzlich nicht stramm gestanden sind, aber irgendwie die Uniform respektiert haben. Das war ein ganz merkwürdiges Gefühl. Und ich glaube, daher kommt das, dass man auch mit der Polizei konfrontiert zu sein, das sollte eigentlich das Normalste der Welt sein, aber trotzdem würden wir uns da auch unwohl fühlen. Und das steht da wahrscheinlich nicht drin, weil es nicht, vielleicht nicht so irrational klingt wie mit einem Schaffner, der am Fahrkartenkontrolleur. Also, aber ich glaube, es macht Uniform, Autorität und wir irgendwie auch in der österreichischen Mentalität vielleicht dann ein bisschen autoritätshörig sind und dieses Herr Doktor, Frau Hofrat, diese. Es könnte schon diese Kerbe schlagen, dass man da ein bisschen. Ich habe gerade ein bisschen analysiert hier und gefunden, dass zwei Leute den gleichen Spleen hier haben. Ja, die Hobby. Nämlich einen Spleen mit einem Namen, der heißt Stackenblochen.
Kennt ihr den? Das ist doch ein Blog von Holger Klein. Das ist der Name des Blogs auch vom Holger Klein, aber auch der Name eines Spleens. Wie? Es wäre super, Stackenblochen. Wenn du mir endlich mal sagen würdest, was das? Dieses Wort bedeutet. Mhm. Das stammt auch aus einem YouTube-Video. Und da geht es darum, dass den Deutschen grundsätzlich vorgeworfen wird, dass sie die Zwangshandlung hätten, Gegenstände entlang von Tischkanten exakt auszurichten und anzuordnen. Und nachdem er hier einmal Geldbörse und dort ein Telefon und eine Uhr exakt parallel zu den Bänken. Ja, das sind allein dann schon drei Personen. Das sind das unterschiedliche. Das bist du. Dann haben wir drei Leute. Ich mach das tatsächlich, ja. Entdecke den Monk in dir. Genau. Und das YouTube-Video werde ich dazu wieder rauskramen. Aber wenn man auf YouTube nach Stackenblochen sucht, dann findet man das schon. Und das ist ja kein echtes deutsches Wort. Das ist, die Amerikaner haben immer wieder so die Tendenz, wenn sie deutsche spielen wollen, so in Komödien oder in so Szenen, dass sie so ein Quasi-Deutsch da erfinden. Schöne Beispiele. Hat auch irgendeinen Namen, das fällt mir aber nicht ein, wie das heißt, so eine Pseudosprache, die für sie wie Deutsch klingt, nur für Deutschsprachige nur abstrus klingt. Aber naja, alle nicht, Dänisch oder Holländisch. Ja, alle Nicht-Deutschsprachigen erkennen das instant an, dass das Deutsch ist. Ja. Ja, auch wenn man es nicht versteht. Und Stackenblochen ist so ein Wort, das sie da eben verwenden. Damit schreien sie sich dann in dem Video an. Ich glaube, es ist so Nazi-Szenerie und da hat jemand dann nicht ausgerichtet und dann, also entlang der Kante vom Tisch und wird dann angeschrien mit Stackenblochen. Endlich weiß ich, was da kommt das her. Das ist aber auch, da gibt es dieses Video, wie die deutsche Sprache, wie hart und brutal sie nicht ist. Ja. Und dann lesen sie diese Wörter vor und eins dieser Wörter ist Schmetterling und das heißt dann Papillon und überall Schmetterling. Und ich meine, sowas ist natürlich absurd. Weil ich meine, Schmetterling, kann ich genauso sagen. Verstehst? Also es ist so eine inszenierte, dass die deutsche Sprache so hart und kalt und brutal wäre. Und das haben sie in den Filmen ja auch, weil das Bild, was irgendwie weltweit kommuniziert wurde, war ja der Deutsche, der vom Podest runterschreit mit dem komischen Bärtchen und zur totaler Krieg will und zurückgeschossen und solche Sachen, brutale, also literally brutale Sachen, aber auch wie es ausgedrückt wurde, immer sehr brutal war. Das ist das, was kommuniziert wurde in den Medien und das ist dann hängen geblieben. Und die Leute, die emigriert sind und in Hollywood dann angekommen sind, mussten dann alle ständig Nazis spielen und mussten sich in diesem Typus orientieren. Da gibt es ein sehr schönes Beispiel, der große Diktator von Charlie Chaplin. Ja, genau. Und genau da da hält er mir eine Rede als der große Führer und da hat er ein Fantasiedeutsch. Mhm. Genau. Dennis, du hast noch ein, da schlägt er das Buch weg. Jetzt wollte ich was trinken, aber wenn ihr jetzt schon fertig seid. Einen gibt noch. Es gibt noch mindestens zwei. Ich dachte, der hat es weggelegt. Also, dieses Blin mit dem Kontrolleur hatten 187, das heißt fast genauso viele wie die sich, die Gott sei Dank nicht vor den Zug gesprungen sind. Mhm. Also einer würde zwar vor den Vorzug springen, aber hat keine Angst vor dem Kontrolleur. Also der Kontrolleur ist für den zumindest kein Grund. So, jetzt zu einem etwas seltenen Spleen anscheinend. Manchmal gehe ich in den Garten kacken, damit potenzielle Einbrecher denken, ich hätte einen großen Hund. Spleen, ja, Spleen. Mangels Garten. Und Mangels. Nein. Ja, anscheinend haben nur sehr wenige einen Garten. Es haben nur zwei angegeben, den Spleen auch zu haben. Aber immerhin zwei. Alle anderen haben einen Hund. Oder das. Naja. Ja, das ist gut. Da kann ich mich identifizieren. Ich sehe das schon. Ja, okay. Ich lasse Folien auf Handys immer so lange wie möglich drauf. Wenn ich sie dann eines Tages abziehe, weil sie sich sonst von allein ablösen, ist das Gefühl knapp unter Sex. Und da hat schon jemand gesagt. Naja, bei mir ist es so, ich muss sie sofort runternehmen. Ich hasse Sticker auf Laptops, Sticker. Ich muss das alles sofort runterglätzeln. Natürlich. Bei mir ist es das Gegenteil davon. Ich habe jetzt entdeckt auf meinem Fernseher, den ich jetzt auch schon 3 Jahre habe, über dem Samsung ist noch so ein kleines Ding drin. Das habe ich entdeckt. Und ich habe es noch immer nicht runtergegeben. Ich vergesse es immer. Ich liege in meiner ich habe eine Hängematte gespannt. Da liege ich drin und irgendwas anschauen. Und dann sehe ich, dass da so leuchtet. Und jedes Mal denke ich mir, aber ich will nicht aufstehen dafür.
für das ja, nicht. Weil hoch, im Winter würde ich es machen, würde ich sofort aufrufen. Aber eben geht's nicht. Jetzt ist es noch immer dort. Jetzt halt denke ich schon wieder dran, dass dieses scheiß Ding das, noch über dem Samsung, es ist nur über dem Schrift drin. Wieso schickst du nicht deinen Diener dazu dorthin? Durch den Westflügel, da muss ich auch so viel dann an Metern zurücklegen. Was Westflügel, ich hab da was verpasst, ich habe es noch nicht nachgehört. Ihr habt bestimmt Diener. Was ist denn? Nein, das ist ja. Nein, war nicht. Das ist keine Referenz. Nein. Das Blöde ist meinst nur... Meinst du die West Wing? Apropos Westflügel. Das ist eine Serie, an der ich ich dachte, ihr bezieht euch auf irgendwas von letzter Woche. Ja, nein, apropos nein. Vorsicht bei diesen Abglätzeln. Es gibt bei den Laptops dann diese Intel-Dinger. Die sind ja teilweise aus Metall. Die tun total weh. Kann man sie super... Ja, das ist Fingernägel fallen. Ja. Deswegen kaufe ich Vorsicht. Kein Intel. Also, Warnhinweis. Achso, ja, die nehme ich auch. Dann nehme ich, also, falls man sowas abbekommen möchte, Wasser geht ja gar nicht, aber ein ganz klein bisschen Speiseöl, das hilft. Der Kleber wird dadurch gelöst. Okay. Ausweis nicht. Aber dann anschließend irgendwie anders reinigen, weil das Öl dann wegzubekommen ist auch. Und hinten gibt es das Garantie-Pickel über diese einen Schraube drüber, das darf man auch nicht runternehmen. Aber das ist meistens so klein auf der Rückseite, das stört mich nicht. Oder runterkirchen. Ja, für fast alles die Lösung. Die Windows-Lizenz, die kretzel ich immer weg, weil ich es ohne Windows-Lizenz gekauft habe. Ich weiß überhaupt nicht, wieso die dann draufklebt. Ja, weil es vom LKW vorher runtergefallen ist. Das Notebook. Na, kaputt war es nicht. Das war völlig in Ordnung. Ach ja. Okay. Empfehlen Sie das Buch. Einen noch. Ja, einer noch. Der ist nämlich auch wunderbar. Ich habe es noch überhaupt nichts zugegeben, gescheit. Erzähle ich was. Ich soll was erzählen. Ja. Okay. Ich habe es inzwischen überwunden, aber es war nicht leicht. Ich hatte immer kein Problem, auf jemanden Fremden zuzugehen, an einen Schalter zum Beispiel dort was zu fragen. Oder ich bin unterwegs und habe mich verlaufen und frage nach dem Weg. Aber was ich nicht mag, ist jemanden Fremden anrufen. Ich habe irgendwie, das ist dieses unwohle Gefühl, das andere beim, ich habe keine Ahnung warum, aber ich hatte das sehr lange Zeit. Ich kann dich trösten, ich mag auch Bekannte nicht anrufen. Nein, aber Unbekannte. Nein, Bekannte habe ich nicht so das Problem. Aber eben, ja, aber naja, auch wenn ich schon lange nichts mehr gehört habe, wenn sie im regelmäßigen Kontakt ist, dann überhaupt nicht. Aber lange nicht mehr gehört oder ganz neue Leute, da drücke ich mich dann immer schnell über eine E-Mail. Ja, da bin ich so. Aber ich weiß nicht, ob Spleen ist eher so eine Phobie vielleicht eher. Oder ja, so. Vielleicht. Also E-Mail schreiben mag ich nicht, ich mag telefonieren nicht. Persönlich, das geht in Ordnung. Habe ich kein Problem mit. Aber E-Mail schreiben hasse ich wie die Pest. Außer es ist für die Arbeit, dann geht es in Ordnung. Und dann drücke ich mich auch manchmal etwas drum. Und telefonieren, ich hasse es irgendwie. Also meine Freundin dann rufen, ja, okay. Oder wirklich der engste Familienfreundeskreis. Ja. Der Rest, nee, danke. Ah, okay. Ich mag's nicht. Oder es ist keine Angst, aber es ist so ein... Man drückt sich gerne davor. Ja, und wie gesagt, zum Schalter gehen, kein Problem. Fremde Leute auf der Straße ausfragen, kein Problem. Was eigentlich das viel gefährlichere ist, quasi, wenn du so sagst. Ja, aber telefonieren, keine Ahnung warum. Und das habe ich als Jugendlicher halt oft gehabt und dann wurde davor gedrückt und dann irgendwann ist es vorbei. Ich mag es im Internet surfen und etwas zu kaufen. Das mache ich auch nicht. Ich gehe in meinen Laden rein. Okay. Ich habe einen rekursiven Spleen. So rekursive Sachen sind immer ziemlich problematisch. Und zwar, wenn ich auf den Tisch klopfe, unabsichtlich einmal so linker Finger, also einer Finger und der andere, dann ist das ja asymmetrisch. Dann muss man es ja auf in die andere Richtung. Und das Ganze musst du dann auch nochmal... Und das muss man natürlich auch wieder spiegeln und dann muss man also so, dann ist man schon bei einem Muster von 4, das man jetzt auch nicht mehr symmetrisch hat. 32, 64, das ist ein klassischer rekursiver Spleen. 256, 512, dem kann man nicht folgen. Das ist einer, den ich zugebe. Aber er wird auch besser, er wird auch besser. Was war noch? Ist mir gerade noch einer eingefallen. Ah ja, Festplatten beim Defragmentieren zuschauen. Das ist mehr Hypnose. Oder? Diesen Tools zuschauen, wie sich das langsam so automatisch einsortiert wieder. Mann, das finde ich herrlich. Ja, gibt's noch. Was? Ja, kann man unter Windows installieren. Oh Mann. Gibt's das habe ich das letzte Mal 1993 oder sowas gesehen. Das hat was unheimlich Beruhigendes auf mich. Das wird jemand für einen aufräumen oder so wahrscheinlich. Ja, genau. Ja, ich schaue auch gern, ehrlich gesagt. Also ich finde Arbeiten toll, ich könnte stundenlang zusehen. Ja. So. Ich überlege gerade, ich finde es total schade, dass mir jetzt kein schönes Bild. Ich habe bestimmt eine Menge, aber mir fällt jetzt gerade keiner ein, der so. Du lässt dir gerne Fahrradfahren.
auch jetzt nicht so oft, dass man das Spleen nennen könnte. Das mit den Fußbodenplatten fand ich immer. Als Jugendlicher hatte ich mal das Problem, das Problem, kennt ihr das auch? Dass man das Bedürfnis hat, zu machen? Während der andere redet, die ganze Zeit? Nein, oder was hat also? Mit anderen Menschen überhaupt nichts zu tun. Schon völlig von sich aus. Nee, das kann auch ziemlich eskalieren. Das ist ein Tick eigentlich. Das ist ein Tick, ja. Okay. Aber ich glaube, das sind die Übergänge auch ziemlich riesig. Ja, verdammt, das fängt an. Ja, aber los. Das ist bei diesem Fall was anderes gewesen. Das ist so ein überlegendes. Nein, und es ist auch weniger, um was auszudrücken, sondern eher so, geht ein bisschen in die Richtung der Funktion von Räuspern. Also Räuspern ist ja auch, dass man einem Reiz nachgibt. Nicht? Man hat das Gefühl, dass die Stimme irgendwie oder so da hinten, da ist was belegt oder so, und dann macht man und dann geht es wieder oder so. Und genau das Gleiche übertrage, dass man das Gefühl hat, man müsste halt jetzt machen. Ja. Interessant, was dieses Buch zu tun. Danke, Stefan. Ja, ja, reden wir ja, nächste Woche nochmal so. Ja, genau. Die Wurstzipfeln haben sich ausgetan. Ja, definitiv. Passt. Ich möchte jetzt zum Abschluss noch einen Spleen vorlesen. Okay, allerletzter. Ich bekomme ein herrliches Wonnegefühl, wenn ich mir die Ohren mit Wattestäbchen putze. Nenne es Ohrenorgasmus. Ist das nicht der Fetisch? Nein. Ein Fetischismus ist, wenn du es benötigst, um eine sexuelle Erregung zu verspüren. So hast du es aber jetzt gelesen, oder? Ich glaube, das ja, ist so. Ja, Wonnegefühl ist nicht meint. Unbedingt. Ah, ne, obwohl Wonnegefühl. Ja. Wonne? Ich glaube eher, dass es daran liegt, dass die Ohren auch erogene Zonen sind, oder? Das kann man funktionieren. Es ist und wenn dann sind wir doch wieder bei Fetisch. Ja, aber nein, dann stimulierst du deine erogene also Zone. Ja, ob das ein Spleen ist, ja. Und manche sind und dann sieht man das Ergebnis oder so vielleicht. Ja, das ist wie als Männer immer ins Taschentuch schauen. Ja, was ist da produziert, genau. Ja, genau. Ja. Oder wenn man Pickel ausdrücken muss. Es gibt auch nationale Spleens, fällt mir gerade wieder einer ein. Und zwar Österreich hat einen. Ist euch der bewusst? Wo soll ich anfangen? Am Klo. Am Klo. Zu falten und nicht zu knüllen? Nein. Es ist größer dimensioniert. Nämlich das ist nämlich, die Menschheit teilt sich in Falter und Knüller. Die ich Art, bin Falter, nur fürs Protokoll. Die Art, wie Klos gebaut werden. Okay. Also die österreichischen Klos sind im Allgemeinen so gebaut, dass man quasi auf eine Plattform macht, wo man dann nochmal in Ruhe begutachten kann, was man gerade geleistet hat. Aber das so gibt es in Deutschland auch. Bevor man das runterspült. Aber in Österreich gibt es eigentlich nur die. Na, ja, das wobei, stimmt was, nicht. Was ich ganz das sind dann Deutsche. Ich kenne ganz viele Österreicher, die dieses Plumpsklo haben, wo es nicht drauf liegt. Das und ich kenne auch in Deutschland beides, weil in meinem Elternhaus hatten wir beide Varianten. Also ich habe so das Gefühl, dass ich in Deutschland diese, wo man dann nichts mehr sehen will, diese Klos eher durchsetzen. Und ich habe mir mal auf Twitter mit einem Deutsch-Türken unterhalten, der gesagt hat, das sind nur die Deutschen, die ihre Hinterlassenschaften nicht anschauen wollen. Die anderen Nationalitäten, die er kennt, die wollen das sehen, die wollen keine Plups, Runterplups-Klos. Ja, ja, da gibt's wobei die Leute, ich glaube, es ist gemischt bei uns auch in Österreich, oder? Ich glaube, es hat vielleicht auch einen Reinigungsvorteil für öffentliche Toiletten und solche Sachen. Wenn es direkt runterfällt, ist es einfacher. Ja, ja, aber warum sind dann nicht alle so gebaut? Ja, ja, genau, richtig. Ganz einfach. Weil magst du es, wenn es da reinplumpst so, und das Wasser wieder hochspritzt? Das ist aber dann, finde ich, nur ein schlechtes Design von der Form. Kann es sein, dass wir hier... Und was halt auch der Vorteil ist, Entschuldigung, das stinkt ja. Also ich meine, wenn es direkt ins Wasser fällt, kann es nicht stinken. Ja, ja. Das heißt, da gibt es aber auch einen Trick. Du hast Zusatzkosten des Duftsprays noch. Nein, es geht auch ohne Duft. Oder wenn du sofort runtersprühst. Ja, aber auch an Ekeln machen. Ein Streichholz. Ich bin wieder gespannt aufs Feedback. Na, oder? Wie kackt ihr so? Ja, einmal komm. Noch. Horst nicht da. Ja. Geist. Vollkommen nicht Geist. Okay, schnell irgendeine Technik-Thema. Er ist aber entschuldigt, Herr Dunfeld. Mir fällt gerade was ein, was ich vorhin vergessen hatte und nicht notiert hatte. Das ist Kunst. Es geht um Kunst. Kunst. Aber ja, wirklich also vielleicht die Kurve von Abfall zu Kunst. Es gibt Leute, die fotografieren, welche Form nein, sie machen. Nee. Das gibt's. Ja. Ist das da gibt's einen Hashtag dafür. Ja, gibt's. Ich schau mal, ob ich den finde. Gibt's?
Nein, mir ist jetzt gerade was eingefallen. Das ist, es scheint wohl zu sein, ich war schon lange nicht mehr in Paris, dass die Leute irgendwie ihr Zeug, was sie nicht brauchen, einfach auf der Straße entsorgen. Und dass da ziemlich viel Zeug dabei ist, zum Beispiel komplette Matratzen, die dann einfach so irgendwo rumliegen oder Kühlschränke oder Zeug. Und es gibt eine Künstlerin in Paris, die macht aus diesen Sachen, die da rumliegen, plus Sprühfarbe, Sachen, die aussehen wie Essen. Also die macht aus, das ist nicht aus einer Matratze, macht sie was aussieht wie ein Hamburger oder so. Okay, sie formt es um in andere Sachen. Also die schneidet das in Form und besprüht es dann halt farbig. Das schaut sehr abgefahren aus und ich war mal, also das schaut schön aus, attraktiv, aber wenn man weiß, woraus es gemacht ist, also wirklich aus Zeug, was da ewig rumlag und im Regen lag und Zeug, ist es schon irgendwie ein bisschen eklig, wenn sie dann so Essens- oder Tortenstücke oder so macht. Aber macht sie sehr, sehr schön, also mit viel Liebe. Ja, und hast du ein Foto? Ja, da gibt es einen Link mit einer Seite, wo ganz viele Fotos sind, den ich jetzt nicht ausbringe. Ja, ja. Ich habe es leider eben nicht notiert, deswegen fällt mir der Name auch nicht ein. Ist auch ein Künstlername. Okay. Irgendwas mit Strich K vorne dran. Ich werde es verlinken. Mhm. So viel zu Apfel. Ja, wir hatten aber noch was durch. Du hattest was eher technisch. Das blinkt jetzt aus. Krumpel. Möchtest du noch mehr haben? Immer. Vielleicht fällt mir noch ein. Machen wir, können das ja wöchentlich. Das, ja, genau. Fortsetzungsserie. Nicht da. Das genau, ich lese genau. Lebenszyklus meines Chromebooks wurde verlängert. Ja. Du bist happy. Ich habe, weil ich, als ich das erste Mal da war, über Chromebooks geredet habe, und ich muss ein Follow-up. Zweite News gibt es. Sie haben so. Die Dinger sind ja dafür ausgelegt, 2-3 Jahre zu halten. Mhm. Also du kriegst ja 2 Jahre gratis Google Drive, 100 GB dazu. Das ist quasi das, nachher sollst du kaufen oder dir ein neues Gerät zulegen. Und jetzt habe ich erfahren, dass mein Gerät noch bis November 2017 mit Updates versorgt wird. Und die Updates kommen ja alle 6 Wochen Minimum, vielleicht manchmal kürzer. Und darüber bin ich halt sehr happy, dass ich das Studium auf jeden Fall noch fertig machen kann mit dem Gerät, weil ich im Moment eh keine Kohle habe für ein neues. Und dann lese ich auch immer wieder, was wir geredet haben über Gallium, OS, Ubuntu installieren. Mhm. Und jetzt habe ich gelesen, dass jemand, warum auch immer, also es war dann so die große Frage, warum tut man sowas? Aber ihr habt wahrscheinlich auch alle irgendwie Bastelinteresse. Jemand hat geschafft, Mac OS X auf einem Chromebook zu installieren. Und hier einen Hackintosh zusammenbauen. Einen Hackintosh daraus gemacht aus einem. Und das ist ganz schön beeindruckend. Das ist es gibt ja auch welche mit Intel CPU, genau. Ja, genau, wieder Intel. Ich habe gefragt, wie das geht, aber das kann gehen. Weil du hast ja letztes Mal gesagt, du hast ein ARM und ja, genau. Die Intels sind die, bei denen es geht, aber es gibt die ARM. Und es gibt ja auch die neue Generation, da gibt es eine neue ARM, die heißt ein Rockchip. Die sind auch akkumäßig wieder mal nochmal zwei Stunden geben wir die dazu. Und, und das waren halt so diese zwei Dinge, wo ich dachte, das ist cool. Und das allererste Chromebook, der erste Versuch, das ist das CR48. Ich glaube, das ist schon zu Sammlerpreisen zu haben inzwischen. Das wurde sogar verlängert bis 2016. Das war irgendwie, das ist 3 Jahre älter als meins. Mhm. Ja, und das ist also so das allererste Prototyp. Und selbst da spielen sie sich noch und versorgen sie so quasi diesen alten mit Updates. Das ist einfach. Ja, nett. Ich meine, mehr als 2 Jahre, es ist ja nur für sich ist 2 Jahre wirklich kurz, muss man sagen, für so ein Gerät. Aber es ist gut, wenn sie es länger als aber ja, wie gesagt, von der Idee her ist es ja gedacht, dass du zahlst weniger fürs Gerät, dafür kaufst du öfter eins. Also ich meine, du steckst. Ja, allerdings der Unterschied, weshalb sie dort wahrscheinlich länger Updates liefern, ist, dass es einfacher ist als bei einem Mobiltelefon. Mobiltelefone ist der Update-Zyklus deswegen problematisch, weil man dort wirklich das flashen muss und das ist ein ziemlich großer Aufwand eigentlich. Ich weiß nicht, bei den Wobei, ohne mich jetzt technisch auszukennen, aber da haben sie bei Android ja einiges umgestellt und da haben sie auch einen 6-Wochen-Zyklus jetzt implementiert, also in der jungfräulichen Version, nicht wo die HTC und der ganze Scheiß dazu baut, sondern wir reden ja von den Nexus-Geräten. Wo ich mir niemals auf die Idee wieder kommen werde, mir ein HTC oder sonst irgendwas zuzulegen, sicher nicht. Also diese, und jetzt geht du bist auf Nexus gehuckt jetzt. Also ja, absolut. Mhm. Und das funktioniert super. Und was sie auch machen, dass sie Android und Chrome OS zusammenführen. Das ist, also das wird 2 Jahre circa dauern. Es wird schrittweise natürlich passieren. Also es gibt jetzt auch schon die Möglichkeit, nicht nur Android irgendwie zu emulieren auf den Chromebooks, sondern tatsächlich gibt es schon ein etwas
cleanere Version von Google, unterstütztere Version Android Apps, und das, der nächste Schritt wird sein, Android Apps wirklich gut laufen zu lassen auf Chromebooks, und dann wird der nächste Schritt sein, beide zusammenzuführen, dass du ein Betriebssystem für alle Geräte hast. Schauen wir mal, wie es ist, das Ding. Das ist so, manche Leute haben sich da. Wenn wer es schafft, dann Google, würde ich sagen. Ja, aber es ist nicht so wirklich sinnvoll, denke ich. Weil etwas noch zur Laufzeit von Android und Chromebooks. Ein ganz großer Unterschied ist im Prinzip die Hardware, auf denen es läuft. Bei den Chromebooks wird eher potentere Hardware verwendet. Da kann sozusagen Google wirklich aus der großen Masse an CPUs auswählen, was sie verwenden wollen. Die Treiber dafür sind eher frei. Das heißt also, wenn die Treiber vorhanden sind und Open Source erst recht, dann kann man dort ohne viel Aufwand einen sehr langen Lebenszyklus für diese Plattform erreichen. Aber was wir bei Mobiltelefonen haben, ist eigentlich der letzte Dreck, meiner Meinung nach, was das anbelangt, lizenztechnisch. Es gibt da einen Hersteller, MediaTek, der das... Oh, du bist ein gebranntes Kind vom Fairphone. Richtig, genau, richtig, okay. Ja. Das Fairphone 1 hat einen MediaTek, und das ist wirklich der größte Scheiß an Plattformen, die ich jemals erlebt habe. Der Hersteller hat Treiber dazu bereitgestellt, aber für die nächste Kernel-Version schon nicht mehr. Das heißt also, diese eine Kernel-Version und nur diese eine läuft damit. Android verlangt aber, dass der Kernel mit abgedatet wird. Da kommt ein neuer Kernel mit dazu, zu Android, und der muss auch dabei sein, aber MediaTek liefert dazu die Treiber nicht für diese Plattform. Also, das heißt also, für dieses Fairphone gibt es niemals was Neueres als, wo sind sie jetzt, Android 4. 5 ist nicht möglich, weil der Treiber ist nicht vorhanden. Ja, generell. Also, was, wie du schon gesagt hast, wenn du außerhalb von Nexus schaust, vielleicht gibt es noch gewisse Firmen, ich meine, Motorola hat auch noch irgendwie eine halbwegs... Wenn auch keine perfekte, aber Motorola war ja im Besitz von Google. Genau, deswegen für kurze Zeit. Auch eine bemühtere Update-Politik, aber ansonsten ist das ein Grausam. Also was verschiedenste Versionen auf verschiedensten Phones und was, wie lang unterstützt, und 2 Jahre sind einfach wirklich zu wenig. Und selbst wenn es 3 oder 4 Jahre sind, also ein Betriebssystem, also das beim Phones ist vielleicht anders irgendwie, da hast du recht, das ist komplizierter, aber gerade bei so Chromebooks oder so sehe ich da keinen Grund, das nicht noch viel länger zu machen. Was Samsung und HTC und wie sie alle heißen, was die dafür und für einen Nutzen haben, ihre Scheißware da drauf zu installieren, die kein Mensch braucht. Das hat etwas Alleinstellungsmerkmal. Die wollen ja halt ist ein Alleinstellungsmerkmal, du machst dein Produkt tatsächlich schlechter und du versuchst irgendwie das Ganze zu Apple-fizieren, indem du eine Art Ökosystem schaffst, aber niemand will in dieses Ökosystem und niemand benutzt diese Apps und jeder holt sich die. Du kannst einen tollen Messenger draufgeben und die Leute werden sich trotzdem Telegram und Signal runterladen und WhatsApp verwenden. 500 Millionen Samsung-Usern gefällt das. Ja, die haben natürlich Angst, dass sie alle in der Knechtschaft von Google und von den ganzen Apps und so, und die wollen alle sich in ihre Login, in ihre Ökosystem reinholen. Ist natürlich verständlich, funktioniert seit Jahren nicht, machen es trotzdem und wird so bald nicht aufhören. Und dann hast du was, dann gab es diese mein das einzige, was ich hatte, bevor ich das erste Nexus hatte, das war ein Chaos. Das war auch ein Samsung, das war ein Chaos. Ich glaube, ein Jahr, 3 Monate war, glaube ich, habe ich mal gewartet auf den nächsten Android-Versionssprung. Ich meine, hallo. Nicht sein. Das ist vielleicht auch die Entwicklung von, das waren die Phone-Hersteller halt nie gewöhnt, dass das jetzt irgendwie jetzt zum Smartphone-Computer geworden ist, der eigentlich sind ja diese Updates, die kommen überhaupt noch viel zu selten. Wenn man irgendeinen Deut noch geben würde auf Sicherheit oder so, dann würde man um wöchentliche Updates nicht herumkommen. Ich meine, Google aber versucht das zum irgendwie zu umgehen, indem sie halt sehr viel aus dem eigentlichen Betriebssystem auslagern und so Sachen wie WebView und so dann als eigene Android-Pakete ausliefern, sodass sie besser updaten können. Mhm. Aber ja, wie gesagt, Da muss ich jetzt gleich mal völlig unqualifiziert dazwischen ranten, weil ich habe nämlich ich habe ein neues Update jetzt, zufällig ergab sich, dass ein Update kam. Und seitdem aktiviert sich mein Bluetooth ständig von alleine. Und ich bin immer noch nicht dahinter gekommen, wodurch und was das macht. Irgendwo ist da irgendwas nicht so, wie es sollte. Und nachdem ich aber nicht weiß, was ich nicht, was ich zurückfahren
voll. Also das, ich finde es echt super nervig. Und es ist also ein Akkupresser, ne? Es verbindet zwar glücklicherweise nicht, also das wäre ja noch schöner, aber es frisst halt Akku wie blöd. Und ich merke es halt, weiß nicht, 2-3 Mal täglich, fängt mir der Akku so sichtbar runterzugehen und ich denke mir, nee, komm, Bluetooth, lass gut sein. Okay. Und ich kann es ihm nicht abgewöhnen. Mhm. Also so viel zu Updates, aber eigentlich, ja, ich bin schon auch deiner Meinung, Gregor. Ja, ja, genau, richtig, ja. Kann nach hinten losgehen. Okay. Hoffentlich kommt bald ein neues Update raus. Ja, da hoffe ich jetzt auch sehr drauf. Also das dauert mir jetzt dann wahrscheinlich schon echt so lang. Vielleicht gehe ich einfach wieder ein bisschen hoch. Wir können es auch mal anschauen nachher. Oder ich versuche selber drauf zu kommen, weil... Ah, der Kampfgeist. Nächste Woche. Man muss nur drohen, dann kommt sie selber. Ja, bis ich habe ja, bisher habe ich es eben noch nicht rausgefunden, aber irgendwann vorher. Na gut, dass du sagst, wir haben selben Hersteller. Ich habe jetzt auch Updates, die werde ich wahrscheinlich nicht machen jetzt aufgrund deiner... Installiert euch Cyanogenmod. Ja. Es mag sein, dass... Nachdem die gerade den Bach untergehen. Kommt als nächstes Thema. Gut. App ist. Okay. Hm. Okay. Cyanogenmod wolltest du noch einwerfen? Ja, er hat es gerade schon genannt. Cyanogenmod. Cyanogen OS scheint jetzt wirklich eher fragwürdig zu werden, ob das weiterentwickelt wird, weil Cyanogenmod Inc. oder Cyanogen Inc., ich weiß jetzt nicht, wie die Incorporation heißt, entlässt ziemlich viele Entwickler. Hilf mir kurz die Sprünge, was das war. Hatte das irgendwas mit zu tun, dass man pures Android auf sein Ding kriegen kann? War das das? Nicht pures, sondern ein ziemlich freies Android. Aber es hatte was da in der Gegend damit zu tun. Ist eine eigene Firmware für Mobiltelefone, für sehr viele, auch unter anderem meins, verfügbar. Ganz gutes Ökosystem, was das anbelangt, also was das Entwickeln anbelangt, nicht für den Benutzer. Eine ganz andere Art von Ökosystem ist damit gemeint. Mhm. Für Benutzer ist halt der Mehrwert, es kommen rasch Updates, es kommen viele Updates, die was bringen und man bekommt auch eine neuere Android-Version für Geräte, die, wo der Hersteller gesagt hat, och, ein Jahr hat gereicht, jetzt bringen wir nichts mehr. Ja. Okay. Und weniger Kram ist drauf installiert. Ja, genau, der ganze Samsung-Kram, den man nicht haben will, ist nicht dabei. Okay. Und ja, es läuft halt nicht auf solchen speziellen Phones wie das Yota Phone, weil dort sind 2 Displays, damit kann dann Cyanogen Mod nicht umgehen. Ich kann mir vorstellen, dass Google nicht unbedingt eine Freude damit hat, dass es sowas gibt. Und ich kann mir auch vorstellen, dass aufgrund dieser, was sie eingeführt haben vor 1,5 Versionen war, dass du die Google Apps deaktivieren kannst. Du kannst sie nicht deinstallieren, aber du kannst sie deaktivieren, damit werden sie, alle Updates werden rausgeschmissen und sie kommen auf die Werksversion quasi, sind da und verbrauchen halt 100 MB alles zusammen. Aber sie sind deaktiviert, fressen deinen Akku nicht, laufen, also, und ich meine, Play Movies, Play Music, weil du diesen Schatz, den du nicht brauchst. Wahnsinn. Und das ist das Schöne, das haben sie, das gibt es erst seit eben, keine Ahnung, ich kann nicht sagen, welche Version, aber es gibt es seit relativ kurz. Und das ist eben diese. Das ist aber sehr schön, das war das erste, glaube ich, was ich gemacht habe, dass ich alles, was ich da nicht brauchen will, deaktiviert habe. Wetter. Ich meine, ich will, habe meinen eigenen Wecker, ich brauche nicht den Wecker, der drauf ist. Also solche Sachen einfach. Mm. Und auch deine irgendwelche Mail-App, wenn es eine andere verwendet, was auch immer. Ja? Also einfach weg damit. Und es ist wirklich, also ich bin so glücklich mit meinem Nexus. Wisst ihr, was ich lustig finde? Bei dem ganzen Gespräch ist mir eingefallen, ich hatte mal ein Nokia-Telefon, das hatte noch gar kein, das war noch vor Smartphone. Und die hatten auch eigene Apps. Also da konnte ich zum Beispiel Mails abrufen und verschicken, wenn ich mich recht entsinne sogar. Das fiel mir jetzt gerade ein, dass ich das ja auch komplett eigene Apps mal gab von Nokia. Okay, ja. Es gab da eigene Betriebssysteme von Nokia, S60 und S90. Das waren noch Sachen. Und das für die Smart-Sachen auch, oder für die beginnende Smart-Area Symbian, oder? S60 ist Symbian. Okay, das war das Modell und das System drauf war Symbian. Also S60 war das war eine bestimmte Version von Symbian. Okay, das so S90 ist das. War mal ein Versuch von einem besseren Betriebssystem. Das lief auf dem Communicator.
Und das haben sie dann eingestampft und nur noch auf S60 gesetzt. Mhm. Also ich hatte so Nokia Smart, so ein Pseudo-Smartphone, das habe ich sogar, glaube ich, noch daheim. Das fand ich ganz, ganz furchtbar. Das fand ich ganz schön. Das N97 oder was? Ich glaube, das wenn ich jetzt wüsste, da müsste ich glatt nochmal nachschauen. Ja. Ich habe es irgendwo in die Ecke gesteckt und habe gedacht, aber das mit den Tasten, also dieses Express Music hieß das war eigentlich so ein MP3-Player, mit dem man auch telefonieren konnte. Aber man konnte eben auch mailen und okay, das Internet Express und Music. So. Ja, das Gerät kann ich auch. Das fand ich eigentlich ganz cool. Eins, so. Das hatte, ich weiß jetzt die Versionsnummer auch nicht mehr. Naja, Nokia ist ja auch so eine Hätte-Fahrradkette-Geschichte. Wenn die Cojones gehabt hätten, ihre eigene mobile Plattform in Form von Memo, Moblin oder diese ganzen Dateisen-Richtung machen müssen, leider. Von Red und beherzter. Allein den Mut, den sie teilweise mit einfach nur der Form der Geräte hatten, da hättest du ja wirklich ein Lifestyle-Produkt draus machen können, viel mehr als das iPhone wäre und viel variantenreicher. Ein bisschen schade, dass Nokia das nicht überlebt hat oder nicht so überlebt hat. Ja, Nokia hat aber auch einen ganz großen Fehler gemacht. Die hatten schon das mit den Apps dann auch erkannt, aber sie hätten es vorher, sie sind zu spät drauf gekommen, dass es doch vielleicht gescheit wäre, ein Touchscreen einzubauen. Da haben die nämlich sehr, sehr lange mit gewartet, bis sie das gemacht haben. Die Apps-Kultur hatten sie auch nicht inne und dass man das Betriebssystem je nachdem updaten kann, auch nicht. Und das war ganz große Mankos, wodurch dann die Geräte ziemlich schnell obsolet waren und dann hatten die Leute auch nicht unbedingt das Interesse daran, bei Nokia zu bleiben. Aber sie hätten vielleicht, ja, wie gesagt, das war ein knappes Zeitfenster, wo sie das verschlafen hatten, wenn sie ein bisschen beherzter dran geht. Und dann ist dann der Stephen Elop halt gekommen von Microsoft, dann waren sie überhaupt nur halt so ein quasi Microsoft-Zombie. Es wäre dann die Chance vielleicht doch als Nachzügler gegeben, weil durch diese Nokia-Dinge doch viele Leute noch ihr Herz hatten, auch wenn sie ihr dann auch schon auf Smartphones gewechselt Also 2009 haben. War der Zug eigentlich für Nokia schon abgefahren. Ja. Das habe ich schon gemerkt und 2009 hatte ich noch einen N96 in der Tasche. Was sie gut gemacht haben, 2009, also habe ich mir ein Sommerhandy zugelegt, ein nett designtes Club-Handy ohne irgendwas. Und das war super, das hatte ich noch bis vor kurzem, dann habe ich es verschenkt an jemanden, der geschwind ein Handy brauchte. Und dann habe ich mir jetzt vor kurzem war wieder auf der Suche nach sowas. Und jetzt gibt es keine Nokias mehr. Jetzt habe ich so ein Alcatel. Club-Handys gibt es auch nicht mehr. Ich habe die eigentlich gemocht, alleine Größe. So eine zweite Nummer, das ich mitnehmen kann, so als Backup. Mhm. Ich habe erzählt, ich war, also vor einem Vorgespräch habe ich erzählt, ich war journalistisch bei zwei Demos dabei. Und da einfach die Riesenmenschen. Und ich brauche mein Handy zum Fotografieren. Und dann, weißt du, jetzt kannst du es leicht verlieren, es kann dir runterfallen, kann alles mögliche mit deinem Handy passieren. Und ich habe dann noch eins dabei, wo Akku keine Rolle spielt. Und das habe ich mir zum 20 Euro gekauft. Da ist auch E-Mail drauf und sagen, dass ich nicht brauche. Aber wichtig war keine Kamera. Das war wichtig. Ja. Und das ist halt, habe ich jetzt als Zweithandy und mit der zweiten Nummer. Und ja. Lass mich raten, ja. Emporia. Nein, Alcatel. Achso. Emporia. Senioren-Handy. Ich will ein Emporia haben, die sind gut. Die sind es gibt auch, das stimmt, tatsächlich, weil sie einfach nichts Überflüssiges dabei haben. Ja, genau richtig. Telefonieren, SMS, danke. Ja. Und die Tasten sind wirklich gut greifbar, das ist auch... Aber sie sind mir zu groß, es war mir zu groß für das, was ich wollte, weil ich wollte eben was dezidiert kleines, deswegen wollte ich ein Club-Handy. Ja, ich möchte auch einen Club von den Baron. Ja, ich habe auch ein Club-Mobiltelefon. Ja, genau sowas hätte ich gern gehabt. Genau sowas. Aber die Samsung-Dinger für unter 20 Euro sind ein Preis. Die sind so minderwertig. Ich wollte tatsächlich nicht mehr als 20 Euro ausgeben. Das war also ich kann es nicht empfehlen. Die sind Samsung-Klapp- und Kleingeräten unter 20 Euro sind von der Sprachqualität unbrauchbar. Es gibt doch keine mehr. Ich habe gesucht, Amazon und so weiter. Nicht einmal dort gab es wirklich viel. Für die Shownotes ein Foto. Vom Adressbuch. Da ist Licht, da liegt es ja. Oder machen wir jetzt noch? Nein, weil wenn der Harry schon sagt, genau so eins, dann sollte man vielleicht für die Hörer eventuell dokumentieren. Mach's nicht direkt von oben. Achso, ich rede jetzt gerade mit einer Fotografin. Naja, ich meine, sag von wo ich es fotografieren soll. Von der Seite vielleicht von der Seite. Oder so. Ich hab's auch auf, ja. Genau. Schau, ja, hier. So. Ah, Moment mal. Wenn schon. Action-Foto im Flug. Ja,
mal schauen, da habe ich jetzt die Spiegelung meine von meinem eigenen Foto halt drin. Du kannst aber das nächste Thema kannst du machen. So, ja. Ja, kann ich. Erzähl von deiner wieder mal Lastenrad. Lastenrad. Habe ich geschaut, nachdem die Anna letztens erzählt hat, ja, von den Citybikes, wie das jetzt ist, das mit dem Lastenrad und E-Bike-Verleih in der Seestadt Aspern. Also dort gibt es immer extra E-Bike-System. Der Modus ist dort so, dass man sich auch vorher registrieren muss. Dazu muss man aber hingehen. Dann kriegt man eine Karte für 10 Euro. Mit der Karte kann man dann die Fahrräder frei schalten. Und man zahlt dort für die erste halbe Stunde nichts, dann für die erste Stunde 1 Euro, für die zweite Stunde 2 Euro, für die dritte Stunde 3 Euro und ab dann 4 Euro. Also wird ganz schön teuer. Aber der Gag eben dran ist, es sind nicht nur normale Räder, sondern sie haben eben auch E-Bikes und Lastenfahrräder zum Ausbauen. Wo sind die? Wo stehen die? Seestadt Aspern, am einfachsten bei der U-Bahn-Station Seestadt. Die Endstation. An einem Fleck, also da gibt es nicht so Stationen. Dort gibt es 7 oder 8 Stationen, alle in dem gleichen Stadtteil. Ah, okay. Der gerade neu gebaut wird. Genau. Und Smart City auch sein soll, werden soll. Also, hast du schon gehört, das ist ein Riesenprojekt. Ich stehe lieber auf Dump City. Wo sie, also das ist ein Feld gewesen, das war ein Flugplatz. Formel 1 Rennen gab es dort, glaube ich, sogar mal. Gab es auch. In den 50ern oder so. Okay. Und da haben sie jetzt eine, keine Ahnung, 50.000 Leute sollen da dann wohnen im Endausbau und die ersten, also sie haben die U-Bahn, die U2 dorthin verlängert vor kurzem, vor ein Jahr, irgendwas, noch nicht so lange her. Eher 7. Nein, die 7 Jahre war EM bis Stadion 2008 und danach der Ausbau nach Seestadt kam dann... 10, glaube ich. Vor zwei Jahren, meine ich. Nein, wir haben ein Häuschen in der Nähe und wir haben seit Anfang an dort die U-Bahn. Okay, nein, es war relativ neu verhältnismäßig. Und sie haben auch, was war das Energiegewinnungsprinzip? Was haben sie da für einen See gemacht, der dann nichts wurde? Sie wollten eigentlich Energie aus der Tiefe holen mit Wärmepumpen. Das war's. Mit Tiefenbohrern und das hat aber dort nicht wirklich funktioniert. Und jetzt ist ein See, ein künstlicher See, wo das die Bohrung war. Ne? Nein, das hat damit nichts zu tun. Oder? Das war wesentlich weiter im Osten, das war 3-4 Kilometer weiter im Osten, wo sie das gehofft haben zu bauen. Die Baustelle dort gibt es noch immer, das sieht man noch immer, dass dort gebaut worden ist einmal, also gebohrt worden ist. Der See hat damit nichts zu tun, der ist von Anfang an geplant, das ist ein Grundwassersee. Okay, ich dachte, der hatte irgendwas mit irgendeinem gescheiterten, auch technischen Projekt dort zu tun. Und das Ganze wird halt von, die großen Konzerne sind halt drauf und es soll wirklich Smart City werden und es ist ein geplanter Stadtteil mit Wohneinheiten, Arbeitseinheiten, Geschäftseinheiten. Und das Projekt an sich ist relativ beeindruckend, nur es ist halt verwienert. Und damit ist es schon nicht mehr beeindruckend. Ich finde, also es ist relativ vielfältig von der Wohnsiedlung. Die ist unheimlich dicht gebaut. Also sie ist im Sommer innen unheimlich heiß. Also ich finde, man hat eigentlich nichts von dem gelernt, was man schon mal früher gewusst hat oder nichts wieder aufgegriffen. Und man will einiges an Firmenansiedlungen rundherum haben, also eben Industriebauten dort haben. Gibt es bisher relativ wenig. Hörbiger gibt es dort, die haben sie angefleht, dass sie doch ihren Firmensitz dorthin bauen. Also das ist eine 400-Mann-Firma, die jetzt dort ihren Sitz hat, aber sonst ist nicht allzu viel an Firmenansiedlung bisher passiert. Was ich spannend finde, ist, die U-Bahn macht so eine Schleife und endet mittendrin und rundherum um die Endstation stehen die Häuser. Und das heißt, man kann die U-Bahn kann man sie verlängern? Ist da noch Platz, um sie eventuell weiterzumachen? Nein, es ist eine fixe Endstation, was ich schon ein bisschen merkwürdig fand, dass man, weil sie steht, also steht ja nicht unterirdisch, sondern oben, was ich ein bisschen merkwürdig fand, dass man einfach nicht die U-Bahn verlängern kann, wieder zurück zum Beispiel, dass man vielleicht einen Kreis macht oder was auch immer in 50 Jahren dann nötig sein wird oder so. Und Seestadt ist Endstation. Macht so eine komische Schleife. Schaut auch am Plan relativ lustig aus eigentlich und endet genau in der Mitte dieser Siedlung. Das ist eine geplante... Die etwas komische Form kommt daher, dass bei Seestadt Nord, die Station vor Ende, einiges noch geplant ist, was noch nicht einmal wirklich begonnen ist. Also dorthin wird eine Autobahn gebaut vom Osten herein. Wenn die im Osten gebaut wird, dann kommt da eine Verlängerung rein, die dann weitergeführt wird als Stadtstraße zur Südosttangente, sodass da noch eine zusätzliche Schleife dann hineingibt. Also das eine, das ist die Straßenanbindung.
Das zweite ist, es wird dort ein Bahnhof hingebaut. Also die Schnellbahnlinie, die jetzt endet zwei Stationen vorher, in, was kann ich, wie das heißt, eine Station nach der Erzherzogkarlstraße, verendet die quasi im Nix, wird verlängert dann nach Aspern, damit es dort auch einen richtigen Bahnhof gibt, sowohl für Schnellbahn als auch für die Eilzüge, die dann weiterfahren nach Bratislava. Also das ist auch eigentlich die Bahnstrecke nach Bratislava daraus, die aber nicht einmal einen Bahnhof hat in der Seestadt. Also das sind die Leute haben dort keine Eisenbahnanbindung zurzeit. Das fängt jetzt gerade an gebaut zu werden. Da hat man gewartet. Mit der U-Bahn nicht, aber mit der Eisenbahn hat man gewartet. Also für die Stadtentwicklung einfach massiv wichtig und man hat halt auch irgendwie sich versucht, irgendwie das Ganze auf technischer Ebene neu anzugehen unter dem Thema Smart City halt. Und viele, auch da habe ich, weil ich letzte Woche erzählt habe, technisch interessiert immer mitgelesen, was dort passiert. Und für meinen alten Job und da auch, ohne auch wirklich mich auszukennen, was da jetzt passiert, aber einfach zu viel gelesen drüber. Und wisst ihr irgendwas drüber, über das, was jetzt schon existiert, ob das so funktioniert? Also, ne, die Wohnungen die, haben einen Wasseranschluss. Die Leute da hin, wollen die da hin oder ist das mehr so, das ist jetzt billig und deswegen ziehen. Es ist nicht billig In Wien ist nicht so die Frage, ob du hin willst und wo du hin kannst, weil es einfach Wohnungsmangel gibt. Daher wird auch das angenommen. Also die es gibt so, ich weiß nicht, wie das ist, wenn du ein Wohnhaus bauen würdest, dann musst du einen gewissen Teil davon einer Wiener Agentur zur Verfügung stellen und den Rest kannst du quasi nur komplett privat vermieten. Oder die Zuteilung passiert über diese Wiener Agentur. Und diese Listen, also du kannst diese Seiten anschauen, da gibt es Wartelisten noch und nöcher. Bei mir ums Eck, da ist der Nordwestbahnhof, der schon lange nicht mehr existiert, nur noch das Gelände ist da. Und das ist das nächste Projekt. Dort werden auch nicht ganz so groß wie die Seestadt, also bei weitem nicht so groß, aber auch einige tausend Wohnungen dorthin gestellt. Und da werden dann, da wird es nicht so aufwendig, sie werden ein paar Straßenlinien dingsen, sie werden eine Straßenlinie, ich glaube es ist die Nummer 32, die glaube ich gibt es gerade nicht, die wird neu eingeführt und fort dort herum. Und der 2er und der 30er und der 31er werden ein bisschen umgestaltet. Aber das ist halt so das nächste Projekt. Wo haben wir freie Flächen? Und ich meine, gerade unsere Bahnhöfe sind ja alle jetzt irgendwie neu gemacht worden und das ganze Bahnhofssystem, und das war halt so ein Güterbahnhof, ein Frachtbahnhof, und der ist schon lange nicht mehr nur noch eine Abstellhalde für die ÖBB und für andere Busse stehen dort auch drauf von Busunternehmen und solche Sachen. Also es ist ein freies Gelände. Das ist bei mir ums Eck und diese Wohnungen sind alle vergeben. Okay. Also ich hab mir das angeschaut, weil ich mir dachte, also mit Freundin damals noch vor ein paar Jahren so, mal ein bisschen in die Zukunft denken und vielleicht eine größere Wohnung und mit Balkon irgendwie, weißt du, wie man halt so ein bisschen in die Zukunft denkt. Keine Chance. Also, alles vergeben. Du hast Wartelisten noch und nöcher. Okay. Und ich meine, was ist die Stadt, um die Wien jedes Jahr wächst? Krems, glaube ich. 25.000 Leute oder so. Krems größer pro Jahr. Und das wächst Wien tatsächlich. Okay. Und der Bau ist aber im Moment, also glaube ich, nicht so viel. Ne? Also das ist auf jeden Fall... Okay, Sie haben ein paar Ideen gehabt hinsichtlich Verkehrskonzept, die meiner Meinung nach nicht wirklich aufgegangen sind. Das eine ist, Sie haben gesagt, also verkehrsberuhigt, so wie es nur geht, und Autos sollen unter die Straße im Sinne von alles in Tiefgaragen. Drum, man hat dort also viele Tiefgaragen gebaut, so weit, so gut. Aber mit dem interessanten Ansatz, es sollen alle gleich weit zu ihrem Garagenplatz haben. Deswegen kriegt niemand den Garagenplatz unter seinem eigenen Haus, sondern jeder sozusagen in einem Mindestabstand, sodass es dann gemittelt wieder ausgeht. Die Leute, ein Bekannter von mir hat da eine Firma, der Garagenplatz ist damit nicht wirklich erreichbar von seiner Firma aus, müsste ewig herum, oberirdisch und unterirdisch, kann nicht zufahren zu Firmen, lauter so Sachen. Also da müsste es ja irgendwie einen wilden Tausch angeben, gibt es wahrscheinlich, oder? Nein. Ich glaube nicht wirklich. Ja, würde ich auch sofort erwarten. Ja, das klingt danach, ja. Es kann sein, dass es manche Leute dann machen, nicht? Aber offiziell tauschen kannst du es nicht, weil fix ist an dem, wo du bist und dann auch verantwortlich bist für den Platz halt. Sind das Eigentumswohnungen oder Mietswohnungen? Alles gemischt, Genossenschaft, alles. Es soll auch eben Durchmischung sein. Ja.
Ja. Gemeindewohnungen sind gar keine. Also es sind Genossenschafts- oder Eigentumswohnungen. Ich habe was in München im Kopf, was total in die Hose gegangen ist. Und deswegen habe ich jetzt gerade so nachgefragt, weil das hat mir jetzt gar nicht gesagt. Das, und zwar diese, wie heißt es denn? Ich glaube Messestadt Riem heißt es. Nein, nicht Messestadt Riem, sondern. Also die Gegend, wo früher mal der Flughafen München war, als er noch ein kleiner Flughafen war. Da haben sie auch sich gedacht, das ist ja wunderbar, da machen wir so eine in sich geschlossene, so eine kleine Art Stadt so und haben dann aber so schachtelförmige Betonklötze hingeklotzt und dazwischen so ganz breite Alleen, wo sie sich gedacht haben, ja, da setzen sich dann die Leute zusammen und das hat funktioniert halt überhaupt nicht, weil wenn du kein gemütliches Eckerl hast, dann sitzt du halt nicht gemütlich beieinander. Die sind natürlich auch alle vermietet und da gibt es mit Sicherheit auch irgendwelche Wartelisten, weil München hat genauso Wohnungsnot, wenn nicht nur mehr ist, aber auf jeden Fall. Aber die Leute, die ziehen nicht freiwillig daraus, die ziehen daraus, weil sie nichts anderes finden. Das ist super daneben gegangen und ich weiß in Augsburg ein Viertel, wo sie das auch gemacht haben und die haben das super, super schön durchmischt und das funktioniert absolut wunderbar. Ja. Das ist wahrscheinlich schwierig im Vorhinein bei so Riesenprojekten zu sehen, ob die Rechnung dann wirklich aufgeht oder nicht. Diese Reis, das ist eigentlich trivial. Diese Reißbrettgeschichten. Es gibt, also man muss, die überlegen sich jedes Mal was Neues, statt das mal sich anzuschauen, was es schon gibt, was funktioniert. Mhm. Und es gibt wirklich Dinge, die bereits komplett in den Sand gesetzt worden sind und sie wiederholen es jedes Mal. Ja, wenn man sich halt immer denkt, man kann vielleicht hier und da noch was drehen, der Kontext macht wahrscheinlich auch was aus, budgetäre Sachen dann vielleicht im großen wie viele Leute schneiden an so einem Projekt mit? Ich meine, Seestadt, du kannst sagen, der Auftrag ist, Wohnungen hinbauen und das Erdgeschoss und von mir aus der erste Stock sind Geschäfts- und Büroflächen. Das könntest du ganz klar formulieren und dann schreibst du das aus, privat, du hast eh diese Vorschriften, es muss ein Teil davon, muss dann an Genossenschaft zur Verfügung gestellt werden. Diese Regeln gibt es alle, die braucht man nicht ändern und die machen auch tatsächlich seit Jahrzehnten Sinn. Und nein, wie viele Wettbewerbe, wie viele Studierende jagen wir da durch von der TU, um das Ganze auch noch als Forschungsprojekt zu machen und all diese Dinge. Du brauchst aber Wohnraum. Und das sind alles gute Ansätze, nur sind das einfach sind das Problemverschleppungen. Ja? Mhm. Du brauchst den Wohnraum, die Wohnungen müssen her, der Platz ist dort, die U-Bahn dorthin ist super, auch eine Autobahnanbindung macht Sinn, aber wenn dann jemand daherkommt und sagt, das mit den Parkplätzen ist ja wirklich ein absoluter Rohrkrepierer. Ja? Was ich fast generell als größeres Problem sehe, dass es per Definition ein Erfolg ist. Also wenn man die offizielle Dokumentation dann von diesen Projekten sich anschaut, muss es immer ein Erfolg gewesen sein. Ja. Und dadurch gibt es relativ, glaube ich, gibt es relativ wenig Lernfortschritt und dadurch ist man auch nicht bereit, sich Best Practices anzuschauen oder auch Worst Practices anzuschauen, sondern wie du gesagt hast, man erfindet sie jedes Mal wieder neu. Ja. Wisst ihr, was mir an diesem Augsburger Stadtviertel Kriegshaber heißt, das, was mir da so auffällt, was ich sonst noch nirgends erlebt habe, das sind alte amerikanische Kasernen, die haben sie renoviert, da haben sie erstmal ganz tolle Sache gemacht, die haben zum Teil, also die haben sie fast identisch hergerichtet, die Häuser, und haben sie zum Teil als Eigentumswohnungen verkauft und zum Teil sind Sozialwohnungen. Und zwar nicht irgendwie, dass das straßenmäßig getrennt ist, sondern wirklich das eine Haus Eigentumswohnung, das nächste Sozialwohnung und so völlig durchmischt. Dann gab es eine freie Fläche, da haben die Grundstücke vergeben, die sind um die 100 Quadratmeter, also wirklich Grundstücke, ganz winzig kleine Grundstücke, und haben den Leuten überhaupt null Bauvorgaben gemacht. Hat gesagt, baut euch da drauf, was ihr wollt. Das heißt, es sind Leute, die hätten sich eigentlich kein Haus kaufen können oder Haus bauen können, aber dadurch, dass es so kleine Häuser sind, sind dann Menschen, die einfach dort leben, konnten machen, was sie wollten. Und das macht das Ganze super bunt. Mhm. Und dann gab es noch Freiflächen und da haben sie einfach große Hochhäuser dazwischen gebaut. Und dadurch ist es super, super durchmischt, dieses Stadtviertel. Und das funktioniert echt gut. Also dadurch, dass sie die Leute halt einfach am Machen lassen. Ja. In Wien gibt es halt Höhenbeschränkungen. Ne? Das heißt, du kannst gar nicht so hoch bauen. Oder vor allem, du kannst nicht dort hoch bauen, wo du es bräuchtest. Nämlich in der Innenstadt. Um den Gürtel herum. Ja. Aber das ist auch gut so. Jein, ich meine, ich verstehe schon den Ansatz dahinter. Ich habe keine Meinung dazu, weil ich beide Seiten verstehe. Aber da draußen könnte man höher bauen, man könnte, oder 22., 21. höher bauen. Ach so, das passiert aber auch nicht. Und das denke ich mir auch, da müsste noch.
klassischer Skalierungseffekt entstehen, ich weiß nicht, ab, dass man höher baut, auf der gleichen Fläche ein bisschen günstiger wird. Bin ich sehr skeptisch. Ich finde, wenn man hochbauen will, also ich sage jetzt alles über 7-8 Stockwerke, dann müsste man dazwischen auch wieder mehr Grünflächen lassen. Mhm. Ja. Aber man baut dort oder hat dort durchaus 10 Stock hoch gebaut und eben keine Grünflächen dazwischen. Und dann sehe ich es einfach schon als zu eng. Ja. Dann kann man es nicht noch höher machen und dann wird es noch enger und noch dichter und noch mehr Leute aufeinander. Es gibt auch andere Probleme, wie zum Beispiel das Klima. Wenn man nämlich so ein Hochhaus hat und daneben steht noch eins, dazwischen kannst du nicht mehr gehen, weil dich der Wind weglässt. Ja. Das haben wir ja auf der Donauplatte. Ja. Das ist ein ganz großes Problem. Also Hochhäuser sind eher schlecht als recht, was das anbelangt. Dann musst du wieder alles untertunneln und dann ist das auch nicht mehr schön. Mutterfirma von einem ehemaligen Arbeitgeber von mir, die sind auch Immobilienentwickler und die haben auch das ist schon ziemlich lang in der Making, ich weiß nicht, ob das was wird, aber das Konzept, das sie jetzt haben, ist ein relativ hohes Haus an einem Platz, wo man auch relativ hoch bauen kann, also so 20 Stockwerke oder so, und das Konzept ist, dass das quasi hängende Gärten sind. Also die haben dermaßen viel Balkone und Grünflächen, die von Haus aus schon... Gibt es auch schon. Also, und das ist richtig ein grüner Turm. Und das ist natürlich auch klimatechnisch ein Traum. Das Konzept wirkt super. Und ich meine, der Turm steht alleine. Also der steht auch an der Donau oder soll an der Donau stehen. Das heißt, das ist noch gar nicht so schlimm, aber es ist trotzdem auch fürs Wohnen. Und dann auch ein kleiner Balkon kann ein schönes Klima haben, dadurch, dass du sagst, du hängst draußen nochmal Beete an und alles Mögliche. Und ich finde das Konzept cool und da könnte ich mir auch gut vorstellen, in so einem zu wohnen, auch eben weil im dritten, vierten Stock von einem 20-stöckigen Haus. Und sowas bräuchten wir. Und was in Wien viel zu viel gebaut wurde in den letzten Jahren, sind einfach Büros. Also ich meine, wie viele Schilder hängen da draußen, die fahren wir jeden Tag vorbei, wie die Büroflächen sind. Es gibt viel zu viele davon und was auch viel zu viel gemacht wurde, sind diese Penthouse, die sie überall drauf gesetzt haben, auf diese Ja, die werden, auch, die werden aber so richtig gefördert, oder? Die werden gut. Genau, ja. Ja, und da sind alle heiß drauf, die zu bauen. Die gehen dann wirklich ziemlich teuer, wollen die verkaufen, bekommt es auch hin. Aber in ein paar Jahren will die keiner mehr haben, weil diese Dachgeschosswohnungen sind immer viel zu heiß. Also im Sommer gehst du da drin kaputt. Beziehungsweise du hast halt Klimaanlagen und bis zum geht nicht mehr. Und sie sind auch zum Teil überhaupt nicht schön. Ich bin mit meiner Freundin gerade auf der Suche und ich habe meiner Freundin gesagt, sowas geht gar nicht. Sie wollte dann doch eine anschauen und zack, wirklich. Eine x-beliebige Wohnung und es stimmte alles, was ich vorher gesagt habe. Es war viel zu heiß, die Wohnung war hässlich, die Bausubstanz war miserabel. Pseudomodern. Ja, genau, ja. Pseudomodern. Die Fenster waren schon, weil es schon mal verkauft, also weil wir die zweiten erst gewesen wären, die Fenster waren richtig schlecht, also die Griffe, die konnte man schon fast abziehen. Mhm. Minderwertig war das nur. Und so wird halt derzeit minderwertig Dach ausgebaut und dann für ziemlich viel Geld versucht zu verkaufen. Weil Location innerhalb des Gürtels, also da geht das, weil außerhalb machen sie das zwar auch, aber da bauen sie dann oft so Wohnparks. Ich kann mich erinnern, meine alte Wohnung im 19., aber unten in Heiligenstadt und daneben haben sie so einen, das ist Orchideenpark oder heißt das. Und das ist so ein, auch so ein Wohnprojekt mit, da gibt es einen Concierge unten. Mhm. Vielleicht nicht für jedes Haus, aber so, der dann auch, also da ging es auch darum, dass du irgendwie so Rundum-Service hast, mit dass jemand deine Posten gegennimmt, deine Katzen wird dort, was auch immer, dass dieser Service einfach gratis noch dabei ist und da zahlst du dann ein bisschen mehr, aber du hast eben auch viel Grünraum, eigenen Spielplatz, Schwimmbad, Sauna, Wellnessbereich. Mhm. Also das ist halt auch so, was ich gesagt, eine große Anlage, wo man sich auch wieder Dinge shared. Ja, das braucht es wahrscheinlich auch mehr, glaube ich. Ja, und eine Durchmischung von Arm und Reich, damit keine Ghetto-Bildung. Das ist ja das, was ich gesagt habe, diese Agentur, die sagt, wir kriegen einen Prozentsatz der Wohnungen, die wir vergeben. Ja? Mhm. Also, da geht es nicht darum, dass du deine Mieter, du kriegst ja das Geld trotzdem, also du verlierst kein Geld, sie nehmen das nicht weg, aber sie suchen die Mieter aus für dich. Mhm. Und fördern vielleicht noch. Ich habe da ein Beispiel mitgebracht, wo so ein Wohnprojekt komplett in die Hose gegangen ist. Nennt sich High Rise und ist ein stimmt, der Film aus dem Jahr 2015, ein britischer Film. Und da hat sich ein Architekt auch gedacht, er baut ein großes Hochhaus und mit vielen Parteien und die sollen es möglichst gut haben.
Der Architekt wird gespielt von Jeremy Irons und das Ganze basiert auf einem dystopischen Roman, der schon 1975 erschienen ist. Und man verfolgt so den Protagonisten, den Dr. Robert Lane, der von Tom Hiddleston gespielt wird, wie er dort frisch einzieht und am Anfang sich auch sehr wohl dort fühlt, gleich Kontakt schließt mit seinen Nachbarn. Es werden wilde Partys gefeiert. Die ganze Ästhetik von den Innenräumen ist so ein quasi... Also erst einmal, der Film kann man mal vorweg schicken, hält sich relativ vage. Also was man außerhalb von diesem Hochhaus sieht, ist vielleicht der Arbeitsplatz von diesem Doktor. Und rund um dieses Hochhaus ist eigentlich eine Betonwüste. Es wird aber jetzt nie näher ausgeführt, wie diese Welt rundherum aussieht. Und das Hochhaus selber sieht ein bisschen aus wie ein umgedrehtes Alt-Erla oder so. Also es fängt schmal an und oben geht es so ein bisschen in die Breite. Und der große Architekt ist eben der Jeremy Irons, der sich das ausgedacht hat. Und die Einrichtung ist so 70er Jahre, auch die Frisuren und die Leute, wahrscheinlich die Referenz auf den Roman, auf die Zeit, wo der Roman erschienen ist, sind alle so ausgestattet und ausstaffiert. Und am Anfang scheint noch alles eitel Wonne zu sein. Er geht dort ins Fitnesscenter. Es ist dort ein sehr schön minimalistisch gehaltener Supermarkt. Alle verstehen sich und es gibt einen gemeinschaftliches Swimmingpool, wo man Party feiert. Und es bildet sich dann, je länger man... Also dieser Film hat mir sehr viele Rätsel aufgegeben. Deswegen ist es auch schwieriger, das jetzt vielleicht für euch zu beschreiben. Aber man merkt, es gibt auf jeden Fall eine soziale Struktur innerhalb des Hochhauses, weil der Dr. Lane wird zum Beispiel einmal auf eine Party eingeladen, die relativ oben, also beim Architekten schon so in der Nähe, der wohnt auch ganz relativ weit oben, stattfindet. Dort sind alle so in 17. Jahrhundertgewändern gekleidet. Und dort wird halt, das ist ganz nett, der Soundtrack, da kommt zweimal Aber SOS vor, irgendwann in der Version von Portishead und einmal auf dieser Party in so einer 17. Jahrhundert. Streichversion, ja, wo sie dann alle ein bisschen kostümiert herumgehen und so irgendwie so ihre feine Party feiern. Und bei dieser Party hat er wieder aber irgendwie nur versehentlich eingeladen oder wird auf jeden Fall als nicht standesgehörig davon verwiesen. Und wenn er wieder runterfährt mit dem Lift, beginnt der Strom auszufallen. Und das ist so das erste Zeichen, dass so irgendwie in dem Hochhaus beginnen verschiedene Sachen nicht mehr zu funktionieren. Und mit Laufe des Films funktionieren nicht nur die Sachen nicht mehr gescheit, also im Supermarkt gibt es keine frischen Früchte mehr, das Fitnesscenter wird immer heruntergekommener, verändern sich auch die Menschen, also die Partys kippen vom netten Feiern miteinander und auch wilden Feiern zu eigentlich, es wird immer grober und immer ärger, bis halt in diesem Hochhaus Mord und Totschlag herrscht, kann man eigentlich so sagen. Okay. Weiß man, warum das so passiert? Ich wünschte es. Vielleicht erklärt es einer der vielen. Ich habe es nicht verstanden. Okay. Ich glaube aber, er bleibt doch wirklich vage. Ich habe mir dann, wie es natürlich so ist, wenn mir Filme so Rätseln aufgeben, kann ich es dann nicht unterlassen, dann mir noch so Interpretationen dann verschiedene herunterzuladen und durchzulesen. Und am Ende kommt auch noch so ein Monolog, den ich verstehe so als... Dass ein Monolog kommt. Ja, richtig, okay, genau. Man könnte darauf schließen, dass es eine Kritik auf den... auf den Kapitalismus, auf die Konsumgesellschaft ist, weil ich habe mich ja auch gefragt, die Leute gehen dort in diesen Supermarkt, der innerhalb des Hochhauses ist, und sie wundern sich, warum die Früchte nicht mehr frisch sind und schlagen sich um die Produkte in diesem Supermarkt, aber keiner stellt jemals die Frage, woran hakt's, warum bekommen wir das nicht oder wie können wir das richten, sondern es werden die Verschlechterung der Dinge einfach so hingenommen. Okay. Aber andere Interpretationen schlagen in eine komplett andere Richtung, so dass dieser Dr. Lane irgendwie und verschiedene Charaktere des Filmes einfach verschiedene Teile unseres Bewusstseins ausmachen. Ja. Also es gibt auch diese sehr psychologische Lesart von dem Film. Mein Lieblingsfilm über Wohnraum, den kennst du wahrscheinlich alle, ist Soylent Green. Ah ja, natürlich. Ja. Soylent Green ist ein... Ich find das Konzept über, also das Wohnkonzept darin, nicht das Ernährungskonzept, sondern das Wohnkonzept darin finde ich auch interessant. Dass New York so überbevölkert ist und wenn Charlton Heston dann ermitteln geht in diese
Hochetagen und dann sitzen die Frauen und die Frauen werden als Furniture bezeichnet. Ja, also das ist ja absolut, und die haben da so Raum und er lebt ja in dieser Wohngemeinschaft mit diesem Typen. Und dieser Typ ist das quasi, was in anderen Krimis irgendwie der Pathologe wäre oder so, zu dem du gehst, um Informationen zu kriegen. Ne? Der hat diese Bücher. Ja, das ist schon einige Zeit her, ich kann mich kaum mehr erinnern an ihn. Aber er hat mir auch gefallen, ja. Einfach. Und ich bin, also wie gesagt, du kannst über die Ethik des Essens reden, aber es geht um die Ethik des Wohnraums, diese Überbevölkerung und Leute liegen auf den Stiegen und er muss sich immer über die drüber kämpfen, wenn er in seine Wohnung will. Und sie wohnen zu zweit in einem Einzimmerraum eigentlich. Und zwei verschiedene Menschen, die sich in so einer Zweckgemeinschaft zusammenfinden, der Kommissar und der pensionierte jüdische Bibliothekar oder was er da ist. Und jetzt ist auch immer sie. Polizisten kriegen ja keine Bezahlung so richtig und dann bringt er immer, räumt er immer in den Penthäusern die Kühlschränke aus. Also. Und dann, aber dann kommen sie an die Frauen, da gibt es doch diese eine Szene, wo mal so eine Frau in einem Apartment sitzt und die nascht Marmelade und das ist irgendwie so ein Riesenverbrechen und sie versteckt das. Ich habe da so eine Szene noch im Kopf, weil Lebensmittel so knapp sind. Das ist einfach so großartig. Okay. Und eine sehr komplizierte Serie zu Wohnraum hätte ich auch noch, aber die ist vielleicht ein bisschen zach zu erklären und die haben nicht viele Leute irgendwie verstanden. Nenn wenigstens einen Namen. Show Me a Hero. Miniserie HBO über einen jungen Mann, eine wahre Geschichte über einen jungen Mann, der sehr jung Bürgermeister der Stadt Yonkers im Bundesstaat New York wird. Ziemlich 30 Kilometer nördlich von New York, auch Großstadt. Okay. Und dort gibt es einen, in den 80ern waren das, und dieser Nick Wasico, also polnischstämmig, wird zum Bürgermeister gewählt, eher zufällig. Es geht nämlich, das große Projekt in dieser Stadt ist, dass es einen Gerichtsbeschluss gibt, dass sie haben dann nämlich so Sozialwohnungen für die schwarze Bevölkerung eigentlich gebaut. Mhm. Und es gibt einen Gerichtsbeschluss, dass man diese Bevölkerung Häuser zur Verfügung stellen soll, dass man Häuser bauen soll aus Bundesmitteln, die eben dafür da sind, dass es keine Rassensegregierung gibt, sondern dass Durchmischung stattfindet. Und die weiße Bevölkerung, angeführt auch von einigen Politikern, Und da gibt es auch einen innovativen Architekten, der eben das Ganze, sagen wir, soziale Integration über das Wohnen, und es gibt eben die weiße Gegenbewegung, die eben argumentiert. Mhm. Manche argumentieren rassistisch, aber viele argumentieren darüber, dass da gibt es diese Hochhäuser und diese Hochhäuser sind quasi die Pule für Drogen und Gewalt. Mhm. Und die Leute, die dort wohnen, sind das. Und wenn die Leute zu uns ziehen, dann kommen die Drogen und die Gewalt zu uns. Aber in Wahrheit ist es so, das sind ein Haus auf einer Straße. Die sollen über die ganze Stadt verteilt werden, diese Menschen, und sollen eben statt einer Sozialwohnung in diesen Hochhäusern, wo alle zusammen sind, die Kinder alle nicht in die Schule gehen. Du hast irrsinnig viele Einzelgeschichten und Leute, die es eben schaffen, auch aus dieser auszubrechen, Latinos, Afroamerikaner, also eher quasi dezidiert Randgruppen, und wir reden hier von den 80er Jahren auch noch, ja. Und du hast halt, eine grandiose Dynamik, und das ist eine irrsinnig komplexe Miniserie, und auch hier geht es wieder um Wohnen und um Stadtentwicklung und um intelligente Planung, und es ist eine True Story, also es ist wirklich passiert, und Show me a hero. Und die Frage ist, mein Text, den ich darüber geschrieben habe, war, also wir haben auch Podcasts dazu gemacht, da war nicht ich dabei, aber meine Kollegen haben darüber Podcasts gemacht. Und ich habe dann einen Text darüber geschrieben, wo ich die Frage gestellt habe, wer ist jetzt der Held? Wer ist in dieser Geschichte der Held? Mhm. Es gibt nämlich keinen Protagonisten, es gibt keinen Captain America, es gibt hier keinen, dieser Nick Wasico ist nicht der große Retter, weil er ist am Anfang irgendwie nämlich auch eher so gegen diesen Gerichtsbeschluss und will den bekämpfen, und irgendwann akzeptiert er diesen Gerichtsbeschluss. Aber er ist irgendwie der Letzte, der noch was gesagt hat dagegen. Und dann wird er gewählt, aber geht mit dem Mindset, wir haben das jetzt akzeptiert und wir können uns als Stadt das Gegengerichtsverfahren gar nicht mehr leisten, und geht dann so in seine Amtszeit. Also das meine ich mit, er wurde zufällig gewählt. Mhm. Ja, und wie gesagt, true story. Und top besetzt, der Nick Wasico wird gespielt vom Oscar Isaacs, Star Wars Typ da, den. Okay. Dann Alfred Molina spielt mit. Den Dingsbums, Walking Dead, und John Bernthal, Punisher, spielt er jetzt gerade.
und so weiter. Top besetzt. Und David Simon hat die Serie gemacht. David Simon war der, der The Wire gemacht hat. Ah, also The Wire, ja, dann glaube ich. Passt nämlich in diese Schiene hinein. Ich habe nämlich gerade, wollte ich The Wire noch einwerfen, weil da gibt es ja zumindest die eine Staffel, wo sie auch einen Bereich erschaffen, wo sie Drogen quasi so erlauben und so. Und genau, das ja auch so diesen Ansatz hat, am Amsterdam, also mehrere, genau, Amsterdam, mhm, genau. Und wo sie aber auch mehrere Gesellschaftskreise und größere Gruppen von Menschen zeigen. Also der Aufbau klingt so in, es ist der gleiche Mensch. Cool. Es ist, aber nur eine Miniserie mit 6 Folgen. Ihr habt drüber gesprochen, also in Fortsetzung. Meine Kollegen wollten es sind immer 2 Folgen gemeinsam machen und dann haben sie aber einmal, hatten sie ein technisches Problem oder nicht, dann haben sie nur insgesamt 2 Folgen gemacht. Mhm. Also erste, zweite Folge und dann über die anderen. Okay. Das finde ich voll lustig, weil ich habe in einem ganz anderen Podcast schon drüber gehört, über diese Serie. Wirklich? Ja, ja, ja. Wo, was? Bewegtton. Mhm. Bewegtton, okay. In der älteren Folge von Bewegtton, glaube ich. Also irgendwie, und das ist mir jetzt, gerade wo du angefangen hast zu erzählen, habe ich mir gedacht, das habe ich doch schon mal gehört, die wollte ich doch auch schon mal anschauen. Sehr gut, jetzt schon aufgeschrieben. Das finde ich jetzt super lustig, ja, die scheint da. Ja, wie gesagt, mich hat eben interessiert der Titel, ja. Wer ist der Held? Und den Text von mir, weil ich auch denke, ist einer meiner besten Texte, die ich je geschrieben habe, muss ich ehrlich sagen. Muss ich mich ehrlich loben, ich habe nicht viel Gutes geschrieben. Das ist einer meiner besten. Okay. Aber es hat keinen interessiert, weil keiner die Serie gesehen hat. Und weil die Serie so komplex, wirklich tatsächlich komplex ist und man sich so drauf einlassen muss, es ist echt keine glückliche Serie. Das fand ich ganz lustig bei den Bewegtton, die sind zu zweit und der eine hat die Serie gesehen und der andere überhaupt keine Ahnung. Und der eine ist total am Schwärmen, mhm, und der andere so, echt jetzt? Ja, die ist total super, die ist echt gut. Und dann dachte ich mir, ja, okay, ich sollte mir die vielleicht auch mal anschauen und habe es dann irgendwie wieder vergessen gehabt. Aber, es sind 6 Stunden, ne? Also es ist jetzt nicht so das Drama, aber es ist halt, ja, es ist wirklich ein tolles Ensemble und es ist auch, ja, einfach mal nicht die True Story lesen, sondern einfach mal anschauen, mhm, und dann und man muss auch wirklich genau einfach zuhören, was die Leute sagen, wie sie argumentieren, wie sie sich verändern, wie sich die Bewegung verändert von einer mit ökonomischen Argumenten zu einer rein rassistischen Bewegung und wie die Politiker agieren, mhm. Also der Alfred Molina spielt so einen ganz schmierigen Stadtrat, der dann auch später Bürgermeister wird, der da komplett dagegen ist und der einfach nicht mit dem Geld umgehen kann. Das ist grandios. Ja, ich bin schon, wenn das dasselbe gemacht hat wie der Bayer, muss ich das anschauen. Ich meine, der hat ja auch diese andere über New Orleans gemacht, das Tremé, ja. Die habe ich noch immer nicht geschafft, die steht bei mir so lang auf der Liste. Ich habe die erste halbe Staffel gesehen und fand es nicht uninteressant, muss ich aber auch eine zweite Chance geben, hat mich jetzt nicht total gehuckt. Ich hätte etwas zum Thema Bauen, Lego, und ich hätte noch eine Serie. Ich habe noch was näher dran am Wohnraum. Ah. Eine YouTube-Doku zum Harter Plateau. Ich weiß nicht, ob euch das was sagt. Nein. Wohnhausanlage in Linz. War damals die größte Wohnhausanlage in der Stadt Linz. Ist ein bisschen schlampig gesagt. Eigentlich ist es Leonding schon. Also es ist die Stadt, die mit Linz eng zusammengewachsen ist. Mhm. Ist aber de facto eigentlich Linz. Und schlussendlich, also es waren 2 sehr hohe Hochhäuser, es waren die höchsten Hochhäuser in Linz. Auch ein Wohnbauprojekt, wo man versucht hat, modern zu agieren. Im Großen und Ganzen Sozialwohnungen gebaut hat, sehr viele dort angesiedelt hat, die nach Linz gezogen sind, aus einigen umgebenden Ländern, die Arbeit gefunden haben in der Werft oder bei der Föst in Linz. Die Siedlung ist im Laufe der Zeit ziemlich heruntergekommen. Man hat dann versucht, die Leute umzusiedeln. Man hat dann sogar Teile der Siedlung leer stehen lassen und die Leute wieder zusammengezogen, damit es wieder enger ist und nicht mehr so mystisch ist, dass Leute teilweise in 3 Stockwerken nur mehr eine Wohnung besiedelt war und so weiter. Und schlussendlich hat man dann beschlossen, dass man das ganze Projekt aufgibt. So wird das nichts. Hat die beiden Türme gesprengt, nachdem man neue Siedlungen dorthin gebaut hat. Da gibt es hoffentlich ein Video davon. Da gibt es ein YouTube-Video davon, eine längere Haussprengungen. Die Haussprengung ist auch cool. Weil kennst du dieses Video von dieser einen Frau, die sich eine Sprengung anschaut und dann dreht sie sich um, weil ihr Hund irgendwas Komisches macht und dann ist die Sprengung hinter ihr und sie dreht sich um und das Haus ist weg. Grandioses, herrliches Meme. Ich habe es ganz interessant gefunden, bei der Doku haben es relativ viele Leute interviewt,
zuerst einmal so, wie das so war, dort zu leben und so, aber dann eben auch, wie bewegt die Leute eigentlich waren, wo das Haus gesprengt worden ist. Mhm. Weil die halt teilweise dort 15 Jahre drinnen gewohnt haben und dann zugeschaut haben, wie das gerade gesprengt wurde. Mhm. Weil es sind halt am Schluss dann nicht alle freiwillig rausgegangen, sondern weil man halt dann gesagt hat, so, aus, das kommt jetzt weg und die Leute kriegen Ersatzwohnungen. Und das Ersatzwohnprojekt funktioniert angeblich ganz gut, laut Doku. Mhm. Aber es muss ja jedes Projekt funktionieren, habe ich halt schon mal gesagt. Okay. Ich habe noch ein ernstes Thema und dann könnten wir vielleicht dann weitermachen mit Leichten, mit Lego. Würde ich gerne heute einfach nochmal anbringen, weil es jetzt gerade von der Zeit her passend ist. Es gab ja in München, man weiß es noch nicht genau, auf jeden Fall hat jemand in einem Einkaufszentrum 8 Leute erschossen, 9, ein Jugendlicher. Übrigens ein Einkaufszentrum, wo ich immer reingehe, wenn ich in München bin, weil da ein grandioser asiatischer Imbiss drin ist. Das ist voll der Geheimtipp, wo die Leute von außerhalb reinfahren. Und ein Bekannter von mir hat da ums Eck gewohnt und immer dort eingekauft. Also ich habe das gelesen und dann habe ich erstmal irgendwie Twitter angeschmissen. Twitter da noch. Also auf jeden Fall gab es, aber in dem Zusammenhang ging jetzt so ein bisschen ein Video rum, eigentlich von einem Amerikaner, der sich mit Waffen und Gebrauch von Waffen und Militär auseinandersetzt. Das ist ja sehr wissenschaftlich, psychologisch analysiert und geschichtlich. Und das ist deswegen so spannend, weil er erklärt, warum das für den Menschen schwer bis gar nicht möglich ist, jemanden umzubringen, wenn er selber nicht, wenn das eigene Leben nicht bedroht ist. Und was das für Effekte hat hatte in Kriegen und wie Militärs versuchen, die Soldaten dann dazu zu bringen, dass sie das trotzdem können, obwohl es eigentlich eine sehr tief veranlagte Hemmung ist, das zu tun. Also es ist super spannend, wirklich auch ganz wissenschaftlich aufbereitet, erzählt ganz, ganz coole Sachen. Auch zum Beispiel, das finde ich auch fand ich sehr spannend, dass Menschen eher in der Lage sind, jemanden anzugreifen, wenn sie ältere Geschwister sind von mehreren jüngeren Geschwistern und wenn sie es gewöhnt sind, jemanden zu beschützen. Also das fand ich ganz lustig, weil ich kenne das von mir. Ich habe mal eine Klassenkameradin geohrfeigt, weil sie meine Schwester geärgert hat. Und nur, weil das meine kleine Schwester ist. So, ne? Und ich mir dachte, okay, ja. Und so Sachen können halt dann psychologisch auch quasi, ich sag mal, ausgenutzt werden, dass man halt für bestimmte Sachen halt tatsächlich ältere Geschwister sich auswählt, dann so, weil es dann einfacher ist, die dazu zu bringen, irgendwelche und beim Militär vorzunehmen. Vor allem junge Menschen, ne? Also es geht sehr viel um junge Menschen, oder? Also auch so ist so nach der Pubertät, aber junge Erwachsene. Ja, es geht, er hat sich jetzt übers Alter gar nicht ausgelassen. Er hat lauter Untersuchungen, Forschungsergebnisse her. Also es geht nur um Männer, weil er einfach nur Forschungsergebnisse hergenommen hatte, die irgendwas mit Militär zu tun hatten, wo es einfach und militärischen Handlungen in der Geschichte, wo einfach nur von Männern eben dokumentiert ist und hauptsächlich Männer sind. Und vom Alter hat er jetzt nichts gesagt. Er hat gesagt, man kann diese, oh, jetzt habe ich den Begriff vergessen, er hat einen Arm, jetzt ist ein englischsprachiges Video eben. Das hat einen Begriff, dass man diese Schießhemmung oder so, würden wir es vielleicht übersetzen, dass man die durch eine Konditionierung quasi umgehen kann. Also, dass man irgendwie dann das, wirklich. Ja. Das klingt jetzt, wenn ich es erzähle, klingt so martialisch, ist es aber nicht. Er versucht einfach zu erklären, wie selten es eigentlich ist, fand ich auch spannend, wie extrem selten das ist, dass in Kriegen tatsächlich Leute aufeinander schießen, also direkt aufeinander schießen. Im Modernen vor allem noch weniger. Ne? Nee, aber dass sie tatsächlich, wenn sie mit Gewehren gegenüberstehen, wissen, das ist der Feind, wie selten das dann passiert. Absichtlich dass vorbeischießen. Dass sie unabsichtlich vorbeischießen und ohne dass sich dessen überhaupt bewusst zu werden, dass sie vorbeischießen, weil es einfach so für den Menschen so wichtig ist, denjenigen, der... Moment, ich versuche es gerade mal zusammenzubringen. Also, es ist sinnvoller. Es ist einfach sinnvoller, wenn ein Angreifer da ist und er hat ein Gegenüber, das wehrt sich nicht. Das ist unter Umständen unterlegen und das wehrt sich nicht, dass er nicht mehr weiter angreift, weil wenn nämlich das Gegenüber nochmal weiter angegriffen wird, dann kann es sein, dass es sämtliche Kräfte mobilisiert und dann erst gefährlich wird. Und deswegen ist es biologisch einfach sinnvoll, dass man ein Gegenüber, was nicht angreift und was
möglicherweise unterlegen ist, dass man dem nichts tut. Weil in dem Moment ist es noch nicht gefährlich. In dem Moment ist es einfach der Unterlegene. Mhm. Und nur dann, wenn man dann doch noch angreift, dann wird er gefährlich, der Gegner. Und das Militär versucht und, aber... Und das ist das, was diese Hemmung eben verursacht, dass die Leute oft daneben schießen, auch wenn sie sich dessen gar nicht bewusst sind. Und das ist das, was das Militär natürlich versucht, den Leuten abzugewöhnen. Ja, genau. Also ich hab gehört, dass also speziell über Vietnam gab es da ganz viele Untersuchungen, wo halt relativ viele Leute relativ schnell in den tatsächlichen Ernsteinsatz kamen und dann halt aus dem Hubschrauber raus, aber und dann waren sie unter Beschuss und haben aber wollten nicht auf Menschen schießen und haben drüber geschossen, sehr viel drüber geschossen. Mhm. Und das ist auch eine der, also von den vielen, vielen Gründen, warum die Amerikaner dort unter Anführungszeichen verloren haben, dass ihre Soldaten einfach zu schnell in den Kampfeinsatz geschickt wurden, weil sie sie brauchten. Mhm. Ja, sie hatten einfach zu schnelle Ausbildung. Sie haben da diesen Aspekt quasi vernachlässigt. Und das war ja der Vietnamkrieg, war ja der, weiß nicht, ob der letzte richtige Männer gegen Männer Clash aufeinander Krieg war. Ich meine, danach schon auch noch welche, aber und ich habe eine Filmempfehlung dazu, die ein bisschen eine andere, deswegen bin ich nach dem Alter gefragt. Es gibt einen nennen wir es mal Dokumentarfilm von Stefan Rusowitzki, der heißt das Radikal Böse. Mhm. Und was er tut ist, er beschäftigt sich eben damit, ab wann Leute Befehle gehorchen. Er macht das auf mehrere Ebenen. Zum einen hat er sehr viele Briefe gesammelt von jungen Soldaten, die ja, Städte Juden zusammengetrieben haben, zusammentreiben mussten. Und erschießen mussten, Erschießungskommando, das waren junge Buben, was die heimgeschrieben haben, wie sie das wahrgenommen haben. Das lässt er dann vorlesen von etablierten Schauspielern. Er lässt das auch, inszeniert das ein bisschen nach. Er redet auch über Milgram und ja, andere Experimente von Autorität und Machtstrukturen. Er redet mit Militärpsychologen, er redet mit Militärhistorikern. Das ist die ganze psychologische. Also hier geht es um diese jungen Buben, die eben nicht in den Kriegseinsatz, wo man sagen kann, da ist jetzt irgendwie zwei gleichwertige Armeen stehen sich gegenüber, sondern wo ethnische Säuberungen durchgeführt wurden. Leute an den Rand einer Grube gestellt wurden und du musstest abdrücken und auch über Situationen, wie geht es dir, wenn du dich weigerst? Welche Leute haben sie? Was erzählen die sich geweigert haben? Was erzählen die sich nicht geweigert haben, aber es gerne gemacht hätten? Was schreiben die auch nach Hause? Ja, weil das sind die Dokumente, die du noch hast von diesen Menschen, weil die auch alle nicht mehr leben, oder? Und, also, grandioser Film von Stefan Rusowitzki eben. Und das ist der die Fälscher auch gemacht hat, oder? Der die Fälscher auch gemacht hat, genau. Und vielleicht kann ich gleich noch einen Film nachschieben von Stefan Rusowitzki, den ich letzte Woche schon abbringe. Ich war nämlich bei einem Test-Screening von seinem neuesten Film. Der hat den Titel Die Hölle, den ich furchtbar finde. Er passt zwar, aber... Und der Film wird 2017 ins Kino kommen. Mhm. Und ich bin irrsinnig begeistert, dass sie ein Test-Screening machen. Dass das in Österreich... Also man merkt einfach, er ist ein Quereinsteiger. Er ist nicht durch die Filmakademie gegangen. Wurde nicht von der Filmakademie verdorben und er dreht ja immer einen Film in Hollywood und einen Film hier, so habe ich das Gefühl. Okay. Und es kommt auch bald wieder ein Hollywood-Film von ihm. Und das ist eben quasi ein österreichischer Film, so ein, nennen wir es Krimi, über eine Taxifahrerin, türkischstämmige Taxifahrerin, die einen Mord an einer Prostituierten beobachtet und dann unter Gefahr ist. Also so ein richtiger Thriller. Ja. Tobias Moretti ist dabei, Muratan Muslu ist dabei, falls ihr den kennt, großartiger türkischstämmiger Schauspieler, der mir persönlich eine der Entdeckungen der letzten Jahre. Okay. Kann ich empfehlen, Risse im Beton, falls ihr ihn zufällig gesehen habt, großartige Leistung von ihm, hat auch in Österreich einen Filmpreis bekommen, als bester, was heißt das, irgendwas zählt für irgendwen. Aber gut, merkt euch den Namen, Muratan Muslu, großartig. Okay. Aber der spielt eine kleine, unnötige Rolle. Und diese Taxifahrerin hat irrsinnig viel Backstory, fast zu viel Backstory. Habe ich auch in meine Bewertung geschrieben. Darfst du überhaupt schon drüber schreiben? Mir egal. Ja, ich habe nichts unterschrieben, dass ich nicht darf. Ja, dann. Ich erzähle die Handlung jetzt. Ehrlich? Nicht. Ich sage, die Backstory von der ist, dass sie auch Thai-boxt und irrsinnig toughes Mädel ist und sie verprügelt so viele Männer in diesem Film. Und es ist irrsinnig viel Action und es sind irrsinnig viele Stunts. Also ich kann euch das empfehlen,
um endlich mal einen österreichischen, also das ist jetzt die Werbung dafür, deswegen wird sich auch nicht aufregen, dass ich ihn tatsächlich empfehle, weil er ist wirklich gut. Er hat seine Fehler, ich hoffe, dass die noch ein bisschen rausgeputzt werden, soweit das halt möglich ist. Aber gute Action, in Österreich bisher kaum erreichte Action, Stunts, Kampfszenen, ja, kein, da sitzt jemand in der U-Bahn und schaut depressiv aus dem Fenster. Kennst du das in österreichischen Filmen, wie viel Zeit da verschenkt wird? Ja. Hier ist die U-Bahn voll so besetzt, sie prügelt sich durch die voll besetzte U-Bahn, um den Typen zu verprügeln, einen anderen Typen. Also, danke, sowas will ich haben. Kann also, die Hölle, komischer Titel, passt zwar, wenn man den Film dann gesehen hat, aber es ist natürlich ein bisschen langweilig. Also ich hätte irgendwie so ein wenigstens so Fahrt zur Hölle oder sowas genannt. Was die Action auch mehr repräsentiert. Irgendwie ja, die Hölle ist halt wieder österreichischer Titel. Mhm. Aber ich kann ihn nur empfehlen, er soll im Jänner angeblich ins Kino kommen. Es würde mich interessieren, weil also gerade das Action-Genre im österreichischen Zusammenhang mit österreichischen Filmen. Ja. Also es ist ein richtiger Thriller halt, ja. Ich meine, so, und ich meine, Taxifahrer sind so Normalmenschen, ne? Und du hast dann auch noch die türkischstämmige Taxifahrerin und das gut gespielte, wobei man muss sagen, kennst du das, wenn sich Leute darüber aufregen, wenn dieses Ethno-Casting nicht passiert? Also in den USA ist das so ein großes Thema, dass Leute, die nicht indischstämmig sind, indischstämmige Leute spielen und solche Sachen. Ach so, ja. Das ist in dem Film massiv zum Beispiel passiert. Also der Robert Palfrader spielt zum Beispiel so einen, den Besitzer von einem Taxiunternehmen mit serbischem Hintergrund. Das kommt aber, also es kommt oft ein bisschen schräg rüber, finde ich. Das ist also nicht ganz glaubwürdig. Es kommt darauf an, wie es gemacht ist. Ja, es hängt von der Qualität des Schauspielers eindeutig und wie wenn sich. Aber ja, es gibt viel. Also es ist halt ein Thema. Es ist halt gerade ein Thema, speziell in den USA. Und dann gibt es halt so, da gibt es dann mit Ashton Kutcher so einen Werbespot, kennst du den, wo er verschiedene Ethnien spielt? Nein, das habe ich nicht. Großartig schlecht. Ja? Also nicht schlecht, aber es ist einfach so klischeehaft, triefend, halb rassistisch. Und das war in dem Fall, das war so ein bisschen ein Punkt, wo ich sage, war das jetzt nötig, in Robert Palfrader zu nehmen, nur damit man noch einmal einen Namen dabei hat, hätte man nicht jemanden nehmen können. Hätte man nicht Murat und Muslu zum Beispiel für die Rolle von Robert Palfrader besetzen können. In eine größere Rolle stecken dann dafür. Oder umgekehrt hätte man das zum Beispiel. Ja, aber das ist ein Kritik. In China essen sie Hunde. Die habe ich leider nicht gesehen. Ach ja, was? Das ist gut. Aber super, es ist ein Action-Thriller. Action-Thriller und wie gesagt, für eine Session. Versucht mal was Neues. Ja? Einfach so und ja, Moretti gibt es nie was auszusetzen, selten was auszusetzen. Also und ja, stimmt. Und ja, ich finde das ja immer super, wenn sich vielleicht, und das ist immer meine Hoffnung, dass der österreichische Film vielleicht auch jetzt mehrere Genres entdeckt. Und das, in Sachen Horror hat sich ja schon einiges getan, mit Ich sehe und so. Und wenn das mit den Action, das könnte interessant sein. Ja, in China essen sie Hunde, kennst du nicht? Nein. Wirklich sehen. Ich kenne den Titel natürlich und sie haben schon öfter empfohlen bekommen. Aber. Ja, also sehr empfehlenswert. Ich glaube, dänisch. Ja, ich glaube ja. Ja, und das ist so eine Mischung aus Pulp Fiction und europäischen Filmen vielleicht. Gekauft? Also, du hattest mich bei Pulp. Ja, genau. Ja, lustiger Pulp. Ich kann zumindest kann ein Zitat bringen, das ist eine wirklich super lustige Szene eigentlich. Das ist ein Mord. Ja, und wo ist sie? In der Küche und im Wohnzimmer. Sehr schön. Ja. Ist das auch in dem Film, wo sich die zwei Verbrecher dann entschuldigen beim Bus, dass sie die Leichen nicht vergraben haben und sie bringen als Entschuldigung, aber es war so dunkel und die Schaufel war so klein. Ja, genau, richtig. Ja. Extrem herzig. Da sind viele so klein. Witzige. Das sind auch nur Köche. Ja, also auch einer der Filme, die ich auf Deutsch gesehen habe. So wie die frühen Wien Refus, diese Pusher und so, die man dann eigentlich im Deutschen halt, wenn man dann die Gags, wenn sie liebevoll synchronisiert sind, hat es mir fast drei mehr gegeben als dann im Original. Wird das geredet? Alle Filme, die ich von ihm kenne, wird nicht geredet. Valhalla Rising, Drive. Bei den ersten wird dann schon mehr geredet. Es wird dann ein bisschen mehr als ja auch stimmt. Ich habe nur die Neuverfilmung von Pusher gesehen und da wird schon geredet. Ja, da wird geredet. Also den Original habe ich mir zur Hälfte mal gegeben. Stimmt, aber das ist für mich schwere Kost gewesen. Es wird wirklich weniger. Ryan Gosling beim Schweigen zum Schauen zwei Stunden. Blutoper. Und Singen sieht man den Ermittler halt noch lange in der Karaoke. Boah, der Film. Aber den neuen Film würde ich mir gerne anschauen, den Neon Demon oder wie heißt der? Da bin ich schon sehr gespannt. Ja, wie war das? Only God Forgives. Ja, genau. Ja, boah, das ist, also, das,
das ist mal ein Film, wo man Dinge sieht, die man sonst nie sieht. Dieser Polizist, der wirklich immer ganz ruhig ist und rumschlachtet wie ein Schlachter und dann in der dort dann anfängt zu singen. Das ist cool irgendwie. Ja, aber ich weiß nicht, wenn man glaube ich, in den John Woos oder vielleicht auch in Hongkong-Kino und asiatischen Kino rumgräbt oder gerade im koreanischen, wird man wahrscheinlich an Absurditäten dieser Art noch einiges finden. Stimmt, also das ist nicht untypisch. Allein. Aber also ein guter. Selbst Jackie Chan-Filme gehen zum Teil. Ich habe nicht verstanden, aber viele Leute haben den gut gefunden. Da sind wir beim Hochhaus. The Raid, mochtet ihr den? Apropos thailändische Filme und. Ersten Teil. Jo, es geht so. Der zweite Teil überhaupt nicht mehr. Weil ich hab nicht verstanden, warum alle Leute ihn so gut finden. Ich weiß nicht, vielleicht wie diese Computerspiellogik drinnen ist. Ja. So ein Hochhaus, ein Setting und sie fallen da durch, diese verschiedenen Level. Aber ich muss sagen, ich bin kein Riesenfan davon. Warum das so hoch gejubelt wurde, erschließt sich mir auch nicht verstanden. Ja. Das ist aber ein total großes Thema. Das ist eine SWAT-Einheit oder halt eine thailändische, kämpft sich Stockwerk für Stockwerk durch so ein Haus durch. Also das immer wieder, deswegen habe ich auch zuerst gedacht, eventuell erzählst du jetzt so ein Remake von The Raid, weil das ist ja auch geplant gewesen, so ein europäisches Remake oder ein amerikanisches Remake zu machen. Das ist, also, weil die Amerikaner das ja ständig machen. Was sie auch gemacht haben mit, es gibt, der heißt auf Deutsch ganz furchtbar Ghetto Gangs. Und auf Englisch heißt, französischen Original heißt der Banlieue 13, also 13. Vorstadt 13, District 13. Und da gibt es zwei Teile davon und das ist so eine, es ist ein bisschen die Geschichte von Klapperschlange, kannst du dich erinnern, an Klapperschlange, wo abgesperrtes Manhattan, genau. Es ist auch so abgesperrter Welchen Gebiet. Von den beiden? Escape from LA, oder? Mhm. Ja. Wo abgesperrtes Gebiet und die sind dann quasi sich selbst überlassen und die Polizei sind. Und in diesem Gebiet gibt es halt einen, der irgendwie gegen die Drogenleute dort ankämpft und das Ganze irgendwie selbst organisiert besser machen will. Ja. Und der Typ kann zufällig auch noch Parkour. Deswegen gibt es geile Szenen, wie der da durchrennt. Und dann schleusen sie einen ein und dann ist auch irgendwie eine Rakete, haben sie geklaut und die Rakete geht irgendwie deutet auf Paris. Und davon gibt es einen zweiten Teil. Und es ist echt unterhaltsam. Und davon haben die Amerikaner ein Remake gemacht, haben diesen Parkour-Typen genommen, haben das Ganze in Detroit spielen lassen. Und das war der letzte Film von Paul Walker. Der hat dann, den Cop gespielt und diesen Parkour-Typen, ich habe leider vergessen, wie er heißt, aber gar kein schlechter Schauspieler und noch ein besserer Sportler, haben sie importiert quasi. Und der Luc Besson hat, falls ich der Profi diesen, und so. Genau. Und der hat... auch wieder zum Punkt Stadtentwicklung und wie man damit umgeht. Ja. Und verschiedene. Aber Ghetto Gangs ist einfach so over the top. Also die nehmen sich gar nicht ernst. Es ist brutal, es ist ein ganz klein wenig gesellschaftskritisch und es ist Action. Also sowohl der Parkour-Typ als auch dieser französische Ermittler, der kann auch irrsinnig gut kämpfen. Also haben sie auch jemanden gefunden, der wirklich, wirklich gut ist. Mhm. In Frankreich gibt es die Leute. Und jetzt gibt es in Österreich auch, nämlich als türkische Taxifahrerin. Okay. Deswegen haben sie lang gesucht, aber sie haben ihn gefunden. Ja. Große Witzke macht einen auf Luc Besson. Noch zu In China essen sie Hunde. Es gibt auch einen zweiten Teil. Okay. Old Man in New Cast ist nicht so gut. Das ist ein Prequel zu In China essen sie Hunde. Okay. Ja, und also, er ist ganz nett, aber besonders am Ende das Flugzeug, was man da sieht man so deutlich CGI und das können die Dänen einfach gar nicht. Mhm. Also das ist... Ja, okay. Na gut, ich musste wohl rein, aus irgendwelchen Gründen. Also ja. Wir hatten Budget über. Ich weiß nicht, ob sie Budget über hatten. Das glaube ich noch nicht einmal. Zweite Teile sind halt so ein Kappe, so einem China ist es in der Tat schon so. Ja, also sie haben es halt noch ein bisschen weiter. Und sagen wir mal, das Ende, der Abspann zumindest, der ist dem ersten Teil ebenwürdig. Weil der Abspann des Films ist auf jeden Fall sehr, sehr... Mit der Abspann des Bestes ist aber früh falsch gelaufen. Nein, ich sag nur, bei den beiden Filmen ist der Abspann wirklich sehenswert. Die sind wirklich gut gemacht und die funktionieren aber nur, wenn man den ganzen Film gesehen hat. Also im Prinzip sind beides Filme, die nur darauf hinarbeiten, den Abspann zu zeigen. Toll, das Konzept. Der erste Danke, Film Dänemark. Ist wirklich sehr, sehr gut. Also...
sie sind ja göttlich. Also insgesamt, der zweite nicht mehr so gut. Ja, was können noch? Wir thematisch bei Dänemark bleiben und Legoland, weil das kommt ja aus kann ich leider Dänemark? Nicht mit dienen. Ich war nämlich nicht in Dänemark. Ja, aber Lego kommt aus Dänemark. Ja, das schon. Ich will das nämlich wissen, weil ja, ich war schon in zwei Legolands und ich will jetzt, ich aha, bin jetzt total gespannt in dem dänischen und in dem bei wie heißt denn das? Augsburg. Günzburg, ja genau. Mhm. Ja, okay, ich war in dem deutschen. Dieses Wochenende am Samstag. Etwas zu den Öffnungszeiten. Sie haben jetzt viermal bis 22 Uhr offen. Ansonsten haben sie nur bis 19 Uhr offen. Und das nur die Samstage jetzt bis zu einem zweiten Samstag im August. Falls jemand das wissen möchte und sich sowieso überlegt hat, hinzufahren. Nightlego. Also, es gibt in Deutschland, ich weiß es nicht sicher, es gibt in Deutschland nur dieses eine Bike. Ja, meines Wissens ist es das. Ja. Okay. Ja, Legoland, ich bin dorthin gefahren, weil ich ein riesengroßer Lego-Technik-Fan bin. Meine Schwägerin ist Lego-Fan und ihre Tochter spielt auch schon mit Duplo. Meine Freundin mag es überhaupt nicht und eigentlich wollten noch mehr Leute mitfahren, weil es Freizeitpark ist. Und dann kamen wir dort an und das Erste, was ich sehe, ist Mindstorm und ich musste dorthin. Sie haben mich alle davon abgebracht, dorthin zu gehen. Also man hat es verhindert, dass ich zum Mindstorm gehe. Wahrscheinlich wärst du nicht mehr weggekommen. Ja, also Mindstorm sein. Zur Erklärung für die Hörer, das ist das Lego mit Computer Unterstützung. Mit einem eigenen Prozessor und allem drum und dran. Ziemlich teuer eigentlich. Hm. Was das anbelangt, ist Fischertechnik eigentlich besser. Aber wurscht, das ist das einzig Erwachsene dort gewesen. Okay. Das Rest ist nicht erwachsen, sondern wirklich für Kinder ausgelegt. Naja, okay. Aber fand ich aber zum Beispiel, das ist schon sehr lang her, aber ich fand es gar nicht schlimm. Ja, stimmt. So. Das wollte ich jetzt als Nächstes sagen. Es war aber nicht schlimm, weil was sind wir denn? Man wird zum Kind dort. Wir sind einfach nur große Kinder. Ja, wir waren also zu viert dort und sind reingekommen und haben dann dieses Mini-Mundus-Verschnitt aus Lego gesehen. Falls Mini-Mundus auch niemandem etwas sagt, das sind einfach Miniaturmodelle von echten Bauwerken oder Stadtteilen und dergleichen. Das heißt also Berlin, Hamburg, was war noch? Ich weiß jetzt gar nicht, was alles noch da war. Wir sind da leider zu sehr durchgerusht. Neuschwanstein haben sie, glaube ich. Nee, das war nicht dabei. Das wäre mir aufgefallen. Ja? Ich weiß jetzt ehrlich gesagt nicht mehr. Aber ziemlich viel Berlin und Hamburg. Und okay. Das auch noch verschiedene Stadtteile. Cottbuser Tor. Ich weiß es nicht mehr. Ja, jedenfalls das nachgebildet. Da kann man auch sicherlich eine Stunde, obwohl es ziemlich klein ist, verbringen, um jedes Detail sich anzuschauen. Da gibt es zum Beispiel dann einen Leiterwagen, der ausgefahren ist und dann dort wieder eingefahren wird und dann wieder ausgefahren wird. Und das ist ein Löschfahrzeug. Dann gibt es so einen Brunnen mit so einem Mannequin, der da so steht, mit so einem O-Mund oder so einem U-Mund. Und dann gibt es einen Taster direkt für den Zuschauer, Betrachter. Was passiert eigentlich, wenn ich auf den Knopf drücke? Und man drückt drauf und es spritzt in ungefähr, wie nennt man das, Kronjuwelenhöhe. Okay, ein Feuerspeier, der. Ein Wasserspeier. Ja. Gott sei Dank kein Feuer. Ja, meine ich ja. Also Besuch auf jeden Fall aber wert, oder? Ja, das allein schon ist nett. Aber es gibt ja natürlich auch noch den Freizeitpark mit Achterbahnen, also wilde Maus ähnlich. Die sind aber nicht das Lego. Ja, das ist nämlich das, was mich gerade ziemlich enttäuscht hat. Soll ich selber die Schienen weiterbauen? Das hat mich zum Teil wirklich enttäuscht. Es war so ein Verschnitt in Richtung Lego, es soll nach Lego aussehen. Und zum Teil waren die Sachen sogar ganz entfernt von Lego. Mhm. Zum Beispiel die Wasserbahn, da war nichts aus Lego, bis auf ein paar Sachen. Es war nämlich so eine Safari, sollte das darstellen. Und die ganzen Sachen, diese Objekte, die dann etwas darstellen sollte, was mit dem Thema zu tun hat, wie Tiere, also die Safari genauso. Mhm. Bei der Safari kann ich es am ehesten noch erzählen. Mhm. Da waren dann wirklich weil du nicht spoilern willst. Ja, die Wasserbahn möchte ich echt nicht spoilern. Okay. Kann ich nur empfehlen.
die Safari, da fährt man in so einer ganz langsamen Kurve. Der Wagen sieht zwar nach Lego aus, aber ist kein Lego. Aber die Tiere, die dort ausgestellt sind, Löwen, Affen, Schlangen, Elefanten in Lebensgröße, sind aus Lego. Okay, also das ist ein Stilbuch, meinst du? Also manche Sachen sind aus Lego und manche das finde ich noch entfernt. Ja, ich finde diesen Aspekt noch gut. Die Tiere fand ich schon gut. Ja. Mhm. Aber es gibt auch Sachen, die dann absolut null dann mehr mit Lego zu tun haben. Das gibt es auch. Wie sind die einzelnen Franchises? Ich meine, früher war das ja eher so thematisch aufgebaut, Lego. Und jetzt gibt es ja, was ich mitbekommen habe von meinen Neffen, Lego Chima, das ist die Godzilla-Welt von Lego. Ninjagos, das ist die Ninja-Welt von Lego. Da Star Wars, nicht so drauf Herr der geachtet, Ringe. Weil das nicht so mein Ding solche ist. Solche Sachen. Ich mag eigentlich nur Lego-Technik. Mhm. Deswegen kenne ich mich mit dem Rest nicht aus. Aber im Prinzip ist der Park in verschiedene Themen aufgeteilt. Okay. Und es gibt dann für Kinder irgendwas mit Autos natürlich, dann irgendwas Fabrikartiges, dann gibt es eine Ritterburg, ah ja genau, das mit dem Ritter. Da war null, da war gar nichts mit Lego. Mhm. Das war eine Burg dahingestellt aus echten Steinen, das meine Freundin und ich achten immer draus, aus was für ein Material ist ein Gebäude gebaut und wir haben festgestellt, ja, das ist ja echter Stein, also gegossener Stein, aber das ist nicht irgendwie Pappe oder sowas gewesen. Naja, weil ist Open Air, oder? Wie bitte? Das Ganze ist Open Air, oder? Ja, aber trotzdem. Ja, es da hast du deine Erklärung, warum es nicht Pappe ist. Es könnte auch Kunststoff sein. Einfach nur eine Plastikfassade um ein Stahlgerüst herum, aber es waren wirklich da Steine aufeinander gesetzt. Gegossene Steine. Gut so. Ja, jedenfalls, da war nichts mit beschissen. Lego. Das Einzige, was mit Lego zu tun hatte, war der Shop, der da drin war, wo du dann Legos kaufen kannst. Ach, natürlich, ja. Richtig. Ja, und überall an jedem Stelle dann ein Lego-Shop. Ja. Scheißkapitalismus. Ja, aber echt. Größte Firma Dänemark, kann nicht eingehen, dann ist halb Dänemark. Wir richten aus Nürnberg beim Playmobil-Land nicht anders, ich glaube. Es ist in Schönbrunn nicht anders. Ja, das stimmt. Genau. Ja. Da Stofftiere kaufen kannst. Ja, aber nur am Ende, doch nicht an jedem Tiergehege. Ja, jedenfalls, das hat mich etwas gestört und zum Teil hatten sie mit Lego nichts zu tun. Aber was Freizeitpark anbelangt, muss ich sagen, doch ganz nett. Also hast du eine kurze Zeit, ungefähr ein Tagesticket? Tagesticket kostet, was war das jetzt, 42 Euro für Erwachsene und 37 für Kinder. Ist okay. Man kann auch einen 6-7 Stunden Tag dort verbringen. Ja, definitiv. Jo. Weil das interessiert mich immer so. Ich habe kein Problem, 50 Euro für sowas auszugeben, aber wenn ich dann nach 2 Stunden durch bin und dann noch vielleicht essen gehen muss, damit ich dort überhaupt einen Vormittag verbracht habe, dann finde ich es doof. Aber wenn man einen Tag dort verbringen kann, finde ich es cool. Also der Park ist kleiner als der Prater, das heißt schon etwas, aber er ist wirklich ziemlich dicht. Okay. Also es sind nicht viele Attraktionen, aber es sind schöne Attraktionen. Ich finde, die Fahrzeiten sind zum Teil zu kurz im Legoland gegenüber den Anstehzeiten. Oder da gibt es dann solche Flugzeuge für Kleinkinder, so auch für Frühchen. Frühchen. Ich bin dann mit meiner Nichte in Spee da drauf. Und die Zeit, wo das steht und wo die Leute einsteigen, war länger als die Fahrzeit. Also 1,5 Minuten, um einzusteigen, jedes Flugzeug zu besetzen und dann 1 Minute rund und das war's. Also das finde ich dann wieder etwas enttäuschend. Ja. Es ist, glaube ich, für Eltern, die davor stehen und warten, dass ihr Kind aussteigt, schon ganz gut, dass es so kurz ist. Die Eltern fragen sich, warum sie sich 15 Minuten nur weg können. Ja, ja. Und das Kind nicht du meinst so richtig? Ne, die haben aber auch irgendwo haben sie Kinderbetreuung, wenn ich mir nicht... Ja, Babybetreuung aber nur. Babybetreuung war dann... Ich für die Kinder, die keinen Eintritt zahlen, aber die nächsten von Abend. Ja. Also jetzt noch vielleicht die Highlights. Das Coolste überhaupt ist für mich, und das war mir vorher schon bekannt, und das haben mir sehr viele empfohlen, Piratenschiff. Da steht man dann das ist ein Piratenschiff, das fährt eine Runde und die fahren so zickzackmäßig. Und sie haben Wasserkanonen an Bord. Okay. Und dann fahren die gerade so nebeneinander her. Ich glaube, ich muss nicht weiterreden. Okay, muss ich hin? Kommt das Beste überhaupt. Am Rande
sind die Dinger auch nochmal die Kanonen. Das heißt, alle können sich gegenseitig beschießen. Die, die gerade noch anstehen und die, die auf den Booten sind. Nur, als ich da war, hat es leicht genieselt. Da war fast kaum jemand drauf. Man musste überhaupt nicht anstehen. Ich bin dort hingerannt und direkt aufs Boot gesprungen. Also, aber es hat trotzdem Spaß gemacht. Also, wenn einer allein am Boot steht, hätte ich ihn erst recht beschossen. Ja, ja, natürlich. Das habe ich auch gemacht. Oder vom Boot aus die Leute am Land geschossen. Es das war ist ja, ziemlich mir, mir ist da echt viel entgangen. Wir waren da zu dritt, also drei erwachsene Frauen so. Wir das war da, wahrscheinlich das Problem. Nein, das war überhaupt keine und keine das war, Männer dabei. Das war überhaupt gar nicht das Problem. Das Problem war, dass wir kurz nachdem die eröffnet hatten, dort waren, weil da hatten sie nämlich so eine Zeit lang halbe Preise. Und da waren aber nicht nur wir dort, sondern so viele Leute, dass wir viele sagten einfach, da waren die Anstehzeiten so lang, da hatten wir einfach keine Chance, dass wir da mitfahren können. Und die Piratenschiffe sind wir nicht gefahren. Und die Achterbahn auch nicht. Ja, Achterbahn haben wir uns auch ausgespart. Etwas zu den Anstehzeiten. Wir wissen, wie man ansteht. Komm, erzähl mir jetzt nicht, wie man ansteht. Nein, das finde ich interessant. Da haben nämlich sehr viele schon erzählt. Warst du das? Nein, das war jemand anderes. Was, anstehen? Ja, okay. Also anstehen, es war ein schlechteres Wetter. Also es war schon gesagt, dass es schlechter sein wird. Und es war aber eigentlich den ganzen Tag schön. Das heißt also, wenn es heißt, es wird regnen, ist dort nicht so viel los. Hm. Wenn man jetzt aber anstehen müsste, dann gibt es im Legoland... Da gibt es eine Bespaßung. Schenkt dir bitte ein Storytelling-Buch. Eier. Also wir nennen die jetzt Eier, weil sie aussehen wie Eier. Okay. Die gibt es in drei Kategorien. Einmal das Ei, womit du zwar so lange warten musst, wie die Leute, die anstehen, aber du musst dich nicht anstellen, sondern irgendwann sagt das Ei dir, ja, jetzt kannst du... so einen Summer. Ja. Okay, verstehe, ja. Du sagst wie beim Vapiano, sag einfach wie beim Vapiano. Stimmt, genau. Danke. Da bin ich nicht aufgekommen. Oder Burger alle kennen sich aus. Ja. Und dann gibt es noch eins, da musst du noch 50% anstehen. Und dann gibt es noch eins, wo du 90% der Zeit sparst. Okay. Okay. Und dann gibt es das Golden Ticket. Das Ei, das immer rüttelt. Da kann man drüber durchschauen. Sehen Sie, es rüttelt. Lassen Sie mich durch, ich habe das rüttelnde Ei. Ich weiß nicht, wir haben es nicht genommen, weil wir dagegen sind. Und ich finde es auch etwas bedenklich, dass es sowas gibt. Du bist gegen rüttelnde Eier? Ich würde es ja Vibratoren lustig. Finde ich nicht schlecht, aber ich brauche das nicht unbedingt im Legoland. Also, ja, ich finde sowas, wenn man da versucht, nochmal mit Geld zu machen, dass die Leute anstehen müssen. Scheiß Kapitalismus. Ja. Am Schluss also, macht das nur wer im Internet. Wirklich. Ja, genau, richtig. Genau das meine ich. Du hast es erfasst, ja. Und damit es schneller geht, ja, kaufen Sie sich noch ein 5-Euro-Ticket. Damit bekommen Sie, wenn Sie bei Spotify gerade was herunterladen, einen Tag gratis. Solche Sachen. Das ist nicht netzneutral. Und sowas mag ich dann auch nicht im Legoland. Sehr gut. Und, ja. Deswegen hatten wir es nicht. Wir mussten maximal 25 Minuten anstehen, aber nur, weil die Wetterprognose schlecht war. Okay. Und jetzt kommt noch was, das Highlight, weil um 22 Uhr hieß es, wird es ein Feuerwerk geben. Um 21 Uhr haben die Fahrgeschäfte geschlossen gehabt und wir sind dann was essen gegangen. Um 22 Uhr sind wir raus und dann kam das Feuerwerk. Erstens, das Licht ging überall aus und wir haben noch gedacht, ja, wir haben es erstens verpasst und was? Die wollen uns so schnell raustreiben, jetzt machen sie schon die Lichter aus. Und dann kam das Feuerwerk. Und es war echt mal sehenswert. Weil, was die da alles gemacht haben, zu Musik, Game of Thrones natürlich und andere. Da haben wir auch schon wieder. Natürlich. Ja. Ah, Game of Thrones, Lego, okay. Interessant. Na, es war nur die Musik. Und dann halt das Feuerwerk. Es gab dann ich Brillen. Mir überlegt, ob Kapitalismus. Brillen, womit man dann, wenn man durch diese Brille schaut, alle Punkte von dem Feuerwerk aussehen wie Legosteine. Und was es dann allerdings wirklich cool ist. Und du hast Angst, dass es jetzt Blöcke auf dich regnet. Ja, genau. Der Himmel fällt uns auf den Kopf. Da regnet es Flammen. Ja, okay. Was aber jetzt wirklich cool war, ist, es gibt so eine Aussichtsplattform, die fährt im Kreis nach oben.
Also die dreht sich die ganze Zeit, so wie Aussichtsplattformen halt so sind. Und die fährt dann halt nach oben. Und unten runter haben sie jede Menge Feuerwerksraketen geklemmt. Also diese Sprühdinger, meine ich. Diese Feuerwerkssprühdinger. Und während es hochfiel, fuhr, sprühte es die Funk nach unten und dann auch noch kreisförmig. Das sieht richtig cool aus. Und das machen die jeden Tag? Nein, das machen die nur an diesen Samstagen, wo sie bis 22 Uhr offen haben. Okay. Ansonsten haben sie das nicht. Hm. Also wir haben insgesamt, das ist gut zu wissen, sechs Stunden ungefähr verbracht und haben leider nicht alles gesehen, aber wir wissen jede Attraktion, die es gibt. Und ein paar hätten wir gerne noch angeschaut und ein paar noch öfter angeschaut. Cool. Also einen Tag kann man auf jeden Fall mit verbringen. Jahreskarte gibt es übrigens für 55 Euro schon, wenn man die Tageskarte betrachtet. Und wenn man schon eine Tageskarte gekauft hat und hat sich gedacht, ach komm, ich will noch mal hin, kann man die sich anrechnen für die Jahreskarte. Also da versuchen sie schon, die Leute ins Legoland zu locken. Wir haben es nicht gemacht. Wir wissen auch nicht, ob wir noch mal hinfahren. Vielleicht mal nach Dänemark oder so. Also was ich jetzt in Erinnerung hatte, den großen Unterschied, ich kann mich nicht erinnern, dass in Dänemark so viel, also so vergnügungsparkmäßig so viel war. Also soweit ich mich erinnere, war das eher tatsächlich auf Kinder ausgelegt. Und was sie hatten in Dänemark, die hatten ganz viele Bauwerke nach. Weil Kinder keine Vergnügungsparke mögen. Naja, so Fahrgeschäfte, wo man Erwachsene nicht reinsetzen sollte, weil die zu klein sind. Solche war da schon. Ganz viel zu essen, aber das gibt es, glaube ich, überall. Und die hatten sehr, sehr viele Bauwerke nachgebaut, die auch schon ein bisschen verwittert waren zum Teil. Das fand ich, das hat ganz cool ausgeschaut. Mhm. Ja, das wäre dann überhaupt interessanter gewesen. Das hatten sie nur im Eingangsbereich und da wollten die anderen nicht so gern hin. Okay. Ich habe das auch am meisten, diese Detailverliebtheit. Also das fand ich super. Ja. Aber vielleicht ist das auch, also es ist bei beides schon eine Weile her, aber ich hatte, also mir hat Dänemark hat mich mehr begeistert, weil mir Lego war. Das glaube ich sofort, ja. Also deswegen würde ich auch noch nach Dänemark fahren. Und noch aus anderen Gründen nach Dänemark. Das ist schön, ja. Was mich bei Deutschen, also ich war ja im Playmobil-Land, beeindruckt hat, dass sie überall Bier verkauft haben aus Steinkrügen. Oh, echt? Da gibt es einen riesigen Indoor-Spielplatz und da hat man schon so die Eltern gesehen, die vollkommen durch waren und die überdrehten Kinder, wie sie mit den Badewannen und diesen ganzen Playmobil rumschmeißen und diese Bierkrüge. Das hat mich immer sehr, das fand ich irgendwie bold, überall an jedem Standort Bier. Das war damit wäre auch die Frage beantwortet, ob es Playmobil-Land auch gibt. Ja, gibt es. In Nürnberg. So. Aber jetzt machen wir langsam Schluss, Leute, weil ich bin komplett durch. Also ja. Du hast doch jede Menge Themen. Ich bin total, ist total egoistische Entscheidung. Oder hat jemand, nein, ich war gar nicht. Ja. Okay, machen wir, nee, schön war's und bis nächste Woche. Ja. Tschüss. Also ich verabscheue mich für den nächsten Monat. Okay. Ja. Du verabscheust dich für einen Monat. Okay. Also in 4 Wochen bin ich wieder da. Ich bin nicht die ganze Zeit auf Urlaub, aber immer dienstags. Okay. Oh. Tschüss. Ciao. Tschüss. Ciao.